Gut, dann können wir anfangen. Seid ihr bereit? Yes, sir. Yes. Schön. Dann beginnen wir. Wir schreiben das Jahr 1982. Gerade ist in den Radios und auf Platz 1 der Singlecharts Michael Jacksons Thriller geschossen. Ronald Reagan ist der amtierende Präsident der USA und im Kino läuft gerade unter anderem E.T., der Außerirdische, den vielleicht einige von euch auch schon gesehen haben, mit oder ohne der Familie. Und ihr führt ein sehr entspanntes, wenn nicht sogar langweiliges Leben in Boulder City in Nevada, USA. Die Stadt ist eine wirklich winzige, naja, was heißt winzige? Eine Kleinstadt südlich von Las Vegas in der Nähe des großen Lake Mead und des Hoover Dams. Und das Einzige, was an Boulder City wirklich besonders ist, ist der Loop. Die große Forschungseinrichtung, die sich unter der Erde in die umliegenden Kilometer erstreckt und wo auch viele wahrscheinlich eure Eltern oder Verwandte oder Leute, die ihr kennt, arbeiten. Ihr geht dort auf die Garrett Junior High. Gerade ist aber tatsächlich Sommerpause. Ihr seid in den Ferien und langweilt euch deswegen wahrscheinlich noch mehr als sonst, denn gerade in Boulder City, ihr seid mitten in der Wüste, es ist sehr warm draußen. Also wir reden so über Temperaturen von so bis zu 40 Grad in der Sonne. Es ist erdrückend heiß und dementsprechend sucht ihr euch natürlich hier und da Möglichkeiten, um euch abzukühlen oder um euch auch ein bisschen zu beschäftigen. Und an diesem Sommernachmittag habt ihr euch entschieden, ins Kino zu gehen. Allerdings nicht in E.T. oder so etwas, sondern ein neuer Film kommt gerade in die Kinos, der eigentlich nicht für euch als Kinder gedacht ist, sondern für Ältere. Eigentlich muss man da mindestens 16 für sein, um den zu gucken. Aber die Neugier hat euch jetzt doch gepackt, zumindest die meisten von euch. Es geht um Rambo. Ihr habt schon ein Filmplakat gesehen. Mit einem großen, muskulösen Typen mit einer fetten Knarre vorne drauf und hab gedacht, geil, das will ich mir angucken. Hab vielleicht auch schon von anderen Mitschülern gehört oder anderen Leuten aus der Junior High oder von der High School, die sich darüber unterhalten haben, dass das der geilste Film des Jahres ist. Weil er, also, ist super brutal, super actionreich, aber richtig geil. Und das hat euch so ein bisschen losgehypt und ihr habt auch Bock, euch den Film anzugucken. Problem ist halt nur, keiner von euch ist 16. Und ihr habt auch die gute Steph dabei, die ja so ein bisschen ja, mitgeschleppt werden muss von Frankie. Und gemeinsam steht ihr gerade in der Nähe des großen Kinos. Das ist im Endeffekt ein freistehendes Haus mitten in Boulder City. Es hat insgesamt 3 Kinosäle. In einem läuft gerade E.T., in dem anderen läuft Rambo und ein dritter wird so frei vermietet für zum Beispiel Geburtstagsfeiern und so. Vorne gibt es einen Eingang, über dem so eine Leuchtschrift angebracht ist, wo eben die aktuellen Filmtitel gerade aufgezählt werden. Und vorne gibt es auch noch so einen kleinen Bereich, so einen kleinen Kassenbereich, wo 2 Leute sitzen in der Regel, die eben die Tickets verkaufen. Aktuell ist es nur eine Person. Und ihr habt so ein bisschen Glück, denn Victor kennt den Typen, der gerade an der Kasse sitzt. Das ist Jack. Jack ist ja gerade 18 geworden, geht auch zur Highschool und arbeitet jetzt da so seine Ferien lang, um halt so ein bisschen Geld zu verdienen, um sich dann ein Moped kaufen zu können. Und Jack ist so ein bisschen, ja, hat jetzt so eine rote Pagenuniform an, die eben zum Kino gehört, so eine komische Mütze auf, steht ziemlich gelangweilt da hinter der Kasse und er hat so ein paar Pickel im Gesicht, schlecht rasiert, also hat sich jetzt nicht unbedingt herausgeputzt dafür. Und ansonsten ist um das Kino herum jetzt nicht so viel los, weil die meisten Leute gehen eben abends ins Kino, viele Erwachsene arbeiten jetzt gerade noch und die Kinder und Jugendlichen, die sind wahrscheinlich gerade draußen in Richtung Lake Mead, um sich abzukühlen. Also eine perfekte Möglichkeit, um sich vielleicht jetzt in Rambo reinschleichen zu können. Wo steht ihr denn gerade? Wie seht ihr aus? Was habt ihr an? Was macht ihr mit euren Hunden? Oh ja, die Hunde könnten ein Problem werden beim Kino. Also mein Hundi ist ja gar kein Problem, weil der ist so klein und ich habe den auch im Arm. Und notfalls könnte ich ihn auch einfach so unter mein Hemd kurz stecken, damit wir den mit reinschmuggeln können. Aber ja, ich weiß ja, dass der Film jetzt eigentlich nicht so für mein Alter ist. Deswegen halte ich mich schon so ein bisschen zurück und gucke, was die anderen jetzt vielleicht für Pläne machen. Und ja, versteckt mich fast so ein bisschen hinter Frankie. Weil ich natürlich auch ein bisschen Schiss habe. Ne? Ich will ja eigentlich auch nichts Verbotenes und Illegales machen. Deswegen
halte ich mich gerade so ein bisschen zurück und schaue eher so auf die anderen, was da jetzt der Plan wird und was die anderen machen. Also ich habe meinen Hund Gary draußen gelassen, weil der ist einfach zu groß, als dass ich den verstecken könnte. Ich würde sagen, wir stehen ja schon drin, so ein bisschen im Kreis. Ihr steht in der Nähe, genau. Das, ja. Sind wir schon im Kino oder was? Nee, oder? Also um ins Kino reinzukommen, müsst ihr quasi eine Karte kaufen. Das heißt, dieser Kassenbereich ist quasi am Eingang des Kinos. Ihr steht so in der Nähe irgendwo, in der Nähe vielleicht der Mülltonnen, wo man so ein bisschen sich beraten kann. Und ja, dein Hund Gary schnuppert auch so ein bisschen an den Mülltonnen, die da hinten stehen, riecht vielleicht die ein oder anderen Popcornreste, die da noch herumliegen und zieht auch so ein bisschen an der Leine. Ich würde sagen, ich komme gerade dazu zur Gruppe, komme gerade vom Volleyballtraining, so hab noch mein Shirt an so und ja, begrüße alle und gehe dann erstmal zu Victor und ja, fasse ihn so an die Schulter an und so, weil ich so gespannt bin, dass ich bin so stolz auf ihn, dass er eine Connection hat zu dem Kinotypen, damit wir alle ins Kino gehen können und freue mich so, ey, Chris, Victor, du bringst uns heute rein. Tim spielt einfach sich selbst. Autsch. Ja, was sagst du, Victor, denn? Ich sag so, ey, Vic, ich freue mich richtig auf den Abend heute. Ich bin so froh, dass du den Typen an der Kasse kennst, ey. Jetzt schieb uns hier rein. Was macht denn Victor? Chris ist gemutet. Victor ist gemutet. Genau. Ja, das ist so unsere typische Dynamik. Timothy kommt immer zu mir her, aber ich schüttel seine Hand jedes Mal so ein bisschen ab. Ich bin nicht der größte Fan von Timothy, weil er so populär ist. Und ich merke auch, also ich weiß, dass es auf meine Verantwortung fällt, uns halt so reinzubringen, weil ich meinen Kollegen Jack hinter der Kasse habe. Aber ich merke auch so ein bisschen, dass, weil ich ja natürlich ein sehr empathischer Mensch bin, was die meisten Leute gar nicht von mir denken, dass Steph sehr, sehr nervös ist, weil Rambo ab 16 ist und Steph ist ein bisschen zu jung, die ist erst 12,5 tatsächlich. Und deswegen bin ich so mal am Überlegen mit den Leuten, wie wir das am besten machen. Ja. Ja, ihr seht auch Jack so ein bisschen hinter der Kasse so ganz gelangweilt sitzen. Er holt so irgendwas unter dem Counter raus und ihr seht so, wie er runterguckt und sein Gesicht wird so ein bisschen erleuchtet. So scheint er da irgendwie ein Gameboy oder so und später ein bisschen. Ja, Frankie ist einfach nur mega hyped auf den Film, es juckt den alles überhaupt nicht. Der freut sich auch einfach mega, dass sie da gleich reingehen und dass Vic halt da die Karten klar machen kann. Und ja, guckt auch ab und zu so, ob Steph noch da ist, aber jetzt halt auch nicht so mega überfürsorglich, sondern halt eher so, okay, check. Die versorgt mir nicht den Filmabend sehr gut. Ja, ich frage einfach mal so in die Runde, ja Leute, machen wir das jetzt? Ich will den Film sehen, Gary ist gut erzogen, kein Problem. Er isst ein bisschen Müll, das ist, tut ihm gut, das ist einfach alles cool. Dann ist er erstmal 2 Stunden beschäftigt, aber ich will den Film sehen. Können wir das jetzt machen? Machen wir das? Sind alle dabei? Wir machen das folgendermaßen. Ich gehe natürlich an den Counter, aber nur mit meinen 14-Plus-Freunden. Und wir müssen Steph leider, jetzt weiß ich nämlich von Victor, der drückt zwar immer ein Auge zu, aber 12,5 ist zu wenig. Sprich, wir müssen Steph auf der einen Seite reinschmuggeln, während ich mit Victor rede. Und wir uns 4 Tickets besorgen. Wir kriegen leider kein 5. Ich bin aber auch nur 13. Steph würde nicht reinlassen. Sprich, wir müssen Steph natürlich reinschmuggeln. Na? Ja, das ist kein Problem. Die läuft einfach neben mir und dann sieht man die nicht. Okay. Mach ich. Okay. Und dann schubse ich sie so ein bisschen quasi so, dass sie vor mir ist. Oder halt so auf meiner Höhe und nicht mehr so hinter mir dackelt. Hey, pass auf Hundi, Frankie. Ich glaube, Hundi geht's gut. Victor geht da jetzt einfach vor, sagt Hallo, macht so, zieht so sein Ding durch und zur Not quatsche ich auch ganz viel einfach mit Jack, hieß er Jack? Mit Jack. Ja. Und wir kommen da schon rein. Steph wird gar nicht auffallen. Steph kann sich einfach hinter uns verstecken. Ja, ich quatsche mit Jack einfach. Ich eröffne das Gespräch mit Jack. Ja, du gehst nach vorne, dass wir 4 Tickets holen, wir 4 rein wollen und ein Auge zudrücken soll, so, weil ich weiß ja, was er letzten Sommer gemacht hat und wenn er uns da jetzt nicht reinlässt, dann erzähl ich das. Hi, Victor. Er guckt so zu euch anderen drei, guckt so einmal komplett in die Runde und schaut dann einmal Sandy an. Welchen Film wollt ihr gucken? E.T.? Rambo wollen wir gucken. Rambo. Natürlich. Ihr seht aber ganz schön jung aus für Rambo. Wir sind fast 16, Jack. Ich weiß nicht, ob ich das machen darf. Also Rambo ist schon echt brutal und ich kann dafür, glaube ich, ins Gefängnis kommen oder so. Ja, Gefängnis, Schmängnis, das ist auch Quatsch.
Wofür du auf jeden Fall ins Gefängnis kommen kannst, Jack, das wissen wir beide genau. Und deswegen würde ich dir vorschlagen, dass wir uns darauf einigen, dass du uns vier, oh, fuck, weil wir ey, eh fast 16 sind, ins Kino reinlässt. Ich hab dir das doch im Vertrauen erzählt, Mann. Du hast mir gar nichts erzählt, ich war dabei. Ja, aber ich hab das doch alles wieder zurückgepackt. Es sind vier Kinotickets, Jack. Es sind vier Kinotickets und ach, ey, dann ist das wirklich auch das letzte Mal, ja? Okay? Ja, das ist auf jeden Fall das letzte Mal. Okay, und er fängt so an, vier Tickets auszudrucken. Okay, vier Tickets. Und dann bräuchte ich mal einen Wurf, einen ersten Würfelwurf für heute von Steph auf Sneak. Schleichen. Gucken wir mal, wie gut sie sich reinschleichen kann. Das reicht, wenn ich bei Fertigkeiten auf Schleichen drücke, ne? Genau, ja. Hm? Okay. Und dann kein Bonus-Dice, ne? Genau, richtig. Okay. Oh, oh. Ja, ihr ups, geht so langsam nach und nach rein und dann seht ihr plötzlich Jack aufgucken. Moment mal, ihr seid doch aber zu fünft. Okay, ich würde ganz schnell versuchen zu intervenieren und zu sagen, ja, Victor hat sich versprochen, wir sind fünf, aber wir sind fast alle 16. Und naja, je nachdem, ob Victor jetzt das erzählen soll, was du getan hast, würde ich sagen, kommen wir hier jetzt trotzdem rein. Würfel mal auf Empathize. Empathie. Okay. Sekunde. Charakterbogen. Da. Harrington. Cheat. Okay, Empathize. Cheat? Ja, Character Cheat. Ach so, okay. Einmal Cheat. Cheats an. Oh, zwei Erfolge, nicht schlecht. Ja, er guckt mich so ein bisschen an. Okay, wenn du das sagst, Timothy, sag mal, wollte eh fragen, ob du Bock hast, zu meiner Party zu kommen. Ich kaufe mir ja dieses neue Mofa und es würde mir echt viel bedeuten, wenn du dabei wärst, weil dann kommen halt auch andere Leute, so Susan und Susan ist einfach, oh ja, du weißt schon, ne? Also, ich weiß, was bei dir und Susan abgeht. So, Jackie, Page, mach mal einfach deinen Pager ready und wenn du das Datum hast, cool, komm ich lang. Ja, voll cool. Also ich schreib dir dann und okay, hier sind eure Tickets, viel Spaß und hier ist noch ein Gutschein für Popcorn. Komm, ich leg's einfach noch oben drauf. Viel Spaß euch und ja, sagt mir, wie es war, okay? Ja! Dankeschön, Jack. Popcorn-Gutschein, geil. Ja, ihr kommt in das Kino hinein. Tickets verstaut ihr einmal. Dort gibt es noch so einen kleinen Bereich, wo ihr Getränke und Snacks euch besorgen könnt. Tut ihr das? Ja, na klar. Ja, auf jeden Fall. Und Frankie, können wir Popcorn holen? Ja, aber nicht für deinen Hund. Der hat letztes Mal übelste Scheißerei davon bekommen. Nein, für mich. Der Hund guckt sehr traurig. Der Hund guckt traurig. Nein, ich gebe auch Hunde kein Popcorn mehr, aber nur für mich bitte. Ja, kannst auch was haben, klar. Okay. Gibt es Nachos? Ich bin sichtbar angepisst, weil wir durch mich nicht reingekommen sind, aber dann durch Tim. Scheiße. Okay, ich beim Popcorn holen. Ich hole einmal Popcorn und einmal Nachos und gebe die Popcorn Victor. Weil ich stolz auf ihn bin, dass er die Connection klar gemacht hat. Und ich tue so, als ob ich die gekauft habe, aber eigentlich haben wir einen Gutschein. Ich frage Timothy, ob die mit Zucker oder Salz sind. Ich habe eine Kombo genommen, weil ich weiß, er mag beides. Aber in Amerika gibt's doch nur Salz, oder? Ich pick die mit Salz einfach raus. Hier gibt's auch Butter, glaube ich. Und von Stefan. Wird ein bisschen länger dauern. Ja, Butter oben drauf. Genau. Okay. Butter geht auch noch drauf. Und dann geht ihr in den Kinosaal. Butter oben drauf? Ach, weiß ich nicht. Bin froh, wenn ich welche kriege. Na gut, weil Frankie mag Butter. Okay. Dann geht ihr mit euren Snacks in den Kinosaal, setzt euch hin. Ihr seid tatsächlich auch mit die Einzigen, nur so ein paar andere sind in dem Saal und das Licht geht langsam aus und der Film beginnt. Ihr seht die ersten Szenen von Rambo, ihr seht teilweise wahrscheinlich sogar sehr fasziniert auf den Bildschirm. Ihr seht wahrscheinlich auch gerade Steph ist wahrscheinlich ein bisschen eingeschüchtert von der vielen Ballerei in diesem Film und die Handlung dröppelt so ein bisschen vor sich hin, als plötzlich der Film ausgeht und das Licht angemacht wird. Hey! Hey! Was ist los? Und ihr seht zwei ältere Mitarbeiter des Kinos, die nicht Jack sind. Jack steht so hinten an der Eingangstür, guckt so ein bisschen, ja, so leicht beschämt. Und die beiden älteren Herrschaften, die jetzt gerade in den Saal kommen, grüßen zu eurer Reihe.
Ihr kann da. Frankie noch schnell so Steph ja. unter den Sitz stopfen? Ja. Steph wird sowieso runtergerutscht. Ich geh sofort hin. Ich habe meinen gefälschten Ausweis mit. Okay, perfekt. Mhm. Und ich rede mit den zwei Leuten. Ja, du kennst den einen auch, das ist Mr. Williams. Mr. Williams ist der genau. Besitzer des Kinos und der guckt immer so ein bisschen genauer hin, weil er natürlich auch den Gesetzen entsprechen möchte. So, wir sind also 16. Ha? Ich bin nicht nur 16, ich bin 17. Ich bin tatsächlich vor kurzem erst 17 geworden. Ja. Ausweis. Ich hol meinen Geldbeutel raus und hol den Ausweis aus meinem Portemonnaie. Würfel mal auf Contact. Contact? Ist das ja. Herz? Nee. Mhm. Ja? Ja, das Herz, genau. Linda. Linda. Steph. Er guckt so auf diesen gefälschten Ausweis, der, ja, ich sag mal so, jetzt nicht die beste Qualität hat. Guckt dich so an. Moment mal, bist du nicht der Lesk? Von dir habe ich doch schon jede Menge gehört. Hast du nicht letztens das Graffiti bei uns hier draußen an die Wand gemalt? Ich weiß raus nicht mal, wie hier. Man Graffiti buchstabiert tatsächlich. Raus hier alle. Okay. Ich würde vorschlagen, wir gehen vielleicht alle raus. Wir kommen hier alle noch mit dem blauen Auge weg und keiner von uns hat hier irgendwie Verluste. Ja? Lass Frankie steht so raus. Richtig genervt auf und das ganze Popcorn fliegt einfach durch die Gegend. Ey, mein Popcorn, Frankie, Mano. Ja, ist da noch jemand? Nein. Das war ich. Ich lerne Bauchreden. Die Kleine da auch. Ich sehe die doch von hier. Ich bin schon 12,5. Nein, die ist 16. Ich meine, ja, 16. Einhalb. Alle fünf raus hier, nehmt eure Köter okay, mit. Okay, na gut, Mano. Ich packe Hundi wieder unter mein Hemd und zupf Frankie so an der Jacke. Frankie, können wir einfach gehen? Ich will jetzt auch keinen Streit. Ich schütte das Popcorn aus, bevor ich gehe. Okay. Ja, Frankie klopft sich auch das ganze Popcorn nochmal runter. Und ich entschuldige mich beim Ende für unsere Unannehmlichkeiten bei den beiden. Ja, ich nehme meinen Popcorn mit, das Abendessen. Muss ich auf jeden Fall mitnehmen für später. Frag wir eigentlich auch, naja, ist ja egal. Alle so voll die Geldprobleme mit den Eltern. Naja, scheiß aufs Popcorn. Sandy bleibt einfach sitzen, guckt jetzt alleine den Film. Kurz überlege ich, ob ich das Popcorn vom Boden wieder aufhebe, weil ich denke, voll schade. Was wieder Hund zu dem Müll fressen. Ihr habt nur gesehen, wie Jack dann die Sachen aufgewischt hat und ihr seid herauskomplimentiert worden. Nee, ich gebe ihm noch einen richtig wütenden Blick, dem Jack. Also richtig, richtig wütend. Ja, der guckt tatsächlich ein bisschen beschämt und ja, merkt jetzt auch, dass er ziemlichen Ärger ist. Aber ihr kommt nach draußen. Ja, und steht da erstmal. Eure Pläne sind jetzt irgendwie gelaufen für den Nachmittag. Und ihr dürft mal alle würfeln. Wahrnehmung, das ist. Auf Englisch heißt das Investigate. Oh. Das ist das Mind, das dritte von unten. Ich glaube, Nachforschen. Wahrnehmung? Nachforschen ist es, entschuldigt. Success. Nachforschen? Untersuchung, oder? Untersuchung, Entschuldigung. Ah, ja, okay. Untersuchung. Ich hab's auf Englisch, deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie es auf Deutsch heißt. Kein Success. Ich hab 2 Success. Nice. Ich hab auch keinen. Ja, naja, Sandy und ich voll die Loser. Victor, Steph und Timothy. Ihr steht jetzt alle so ein bisschen draußen, seid ein bisschen enttäuscht, was jetzt eigentlich, also dass ihr jetzt nicht mehr das machen könnt, was ihr eigentlich machen wolltet. Und ihr hört seltsame, fiepige Stimmen. Sehr hohe Stimmen, die irgendwie unnatürlich klingen, so ein bisschen mechanisch, die aus der Richtung kommen, wo die Mülltonnen sind. Und ihr hört sowas wie, lecker Popcorn. Hast du salzig? Ich hab nur süß. Hast du salzig? Salzig, hier ist salzig. Nachos. Okay, ich sag so. Das bin einfach ich, ey. Oh Mann, jetzt konnten wir den nicht zu Ende schauen. Ich kann gar nicht mitreden in der Schule. Ich hasse es. Hör weiterhin. Also ich sag Tim, er soll erstmal Mund halten. Also Timothy, ich wollte dir auch mal sagen, das gibt's auch als Buch, den Film. Also du kannst auch quasi das Buch lesen. Dann ist es quasi so, als hättest du den Film geguckt und dann kannst du auch mitreden. Hä, was erzählst du für einen Quatsch? Das ist mit einem Drehbuch. Da gibt's doch keine Bücher zu Rocky. Aber ich kann das ihm ausleihen, dann kann er das lesen. Dann hast du ein Buch von Rocky. Immer könnt ihr alle mal schlüsseln, oder? Hier war irgendwas gerade. Irgendwas war hier. Was war denn?
Und ihr seht auch, dass eure Hunde so leicht nervös in Richtung der Mülltonnen gucken. Hundi, beruhig dich. Oh, meine Ohren. Ich geh zu den Mülltonnen. Hast du ihm doch Popcorn gegeben, oder was? Nein, Frankie, nur ein kleines. Erstmal auf sicherem Abstand. Ja, okay. Victor, du gehst zu den Mülltonnen und du siehst dort ungefähr 5 Tauben, die dort auf verschiedenen Mülltonnen sitzen, sich so die Reste von irgendwelchen Popcorn-Packungen oder Nachos einverleiben und dabei diese Stimmen von sich geben. Das ist nicht normal. Das Scheiße, Mann, können. Sprechende Tauben. Leute, oh, habt ihr schon Hilfe, mal solche Achtung, Tauben? Achtung, hey, hast du ohne mich getrunken, Menschen? Oder was? Und dann fangen sie an wegzufliegen. Habt ihr an meinem Moonshine genascht? Was ist los mit euch? Habt ihr Moonshine ohne mich gehabt? Ich was bin ist da, Moonshine? Gar nichts. Ganz so dumm und guck nochmal nach, weil ich merke, dass irgendwas hinter den Mülltonnen steckt. Ja, also die Vögel fliegen hoch und platzieren sich so ein bisschen in der Nähe von euch in ein paar Bäumen, jetzt wo ihr so ein bisschen näher kommt. Und Victor, du guckst dir die Mülltonnen so ein bisschen an. Das sind ganz normale Abfälle. Also die haben sich da anscheinend gerade gütlich getan. Habt ihr das nicht gehört? Die haben gesagt, Menschen, ja, als sie weggeflogen sind. Irgendwer hat geredet. Entschuldigung. Es waren die Tauben, hast du das nicht gesehen? Aber Alter, das ist ja völliger Quatsch. Tauben können ja gar nicht reden. Ich habe schon mal ein Buch gelesen über Tauben. Die reden definitiv nicht. Also meine Kühe haben auch noch nie mit mir gesprochen. Und ich habe ganz viele Tiere auf der Farm. Ich glaube, irgendwas war in eurem Popcorn, Leute. Ich glaube, ich habe zu viele Filme gesehen. Erst haben die Waffen geredet und jetzt auf einmal Tauben. Ja, die Tauben sitzen oben noch in den Baumwipfeln und beobachten euch, habt ihr das Gefühl. Liegt da noch Müll? Liegt Leute, da noch jemand taubisch reden von euch? Ja, da liegt überall noch Müll rum. Hm? Vielleicht können ja, Frankie wird sich aber was schnappen und mal nach denen werfen, so. Hey, Frankie! Willst du die treffen oder willst du sie anlocken mit Essen? Ich will die eher so, also nicht direkt treffen, ich will sie nur so aufschrecken quasi, um zu gucken, ob sie irgendwie nochmal was sagen oder sowas will. Du wirfst eine... Ja, du knüllst so eine Papierpackung zusammen und wirfst die in die Richtung der Tauben. Die fliegen so ein bisschen hoch, ihr hört so ein Hey! Und dann fliegen sie wieder zurück und setzen sich wieder auf die... Hä? Ich würde gerne Frankie so am Arm zupfen. Frankie, wir müssen sie doch gar nicht abwerfen. Was ist, wenn wir einfach mal versuchen, mit denen zu reden? Vielleicht... Das sind redende Tauben, ey, was zum Teufel geht hier ab? Stefan hat absolut recht, ich initiiere ein Gespräch mit den Tauben. Initiiere? Wie machst du das? Gespräch eingeleitet. Ja. Grüßt euch, Tauben. Hallo. Wie kommt es, dass ihr sprechen könnt? Das ist sehr merkwürdig. Ihr könnt doch auch sprechen. Habt ihr Körner? Naja, da haben sie recht. Ne? Ich hab ja aber noch meine Tüte Popcorn. Oh. Mhm. Ich sag, ja. Hier, wollt ihr was? Salzig? Ein paar der Tauben gucken sehr angewidert. Zwei Tauben springen so leicht runter von dem Baum und hüpfen so in deine Richtung, ganz langsam. Genau in dem Moment, wo sie zuhüpfen auf Sandy, gehe ich 3 Schritte zurück, weil ich merke, Tiere kommen mir gerade näher. Und ich verspüre ein unangenehmes Gefühl in meinem Körper und gehe erstmal zurück. Gary ist auch relativ interessiert an den Tauben, geht auch so ein bisschen vor und schnuppert. Und der kleine Hund ist eher so ein bisschen leicht verängstigt. Oh, alles gut, Hundi, alles wird gut. Frankie ist einfach richtig baff, guckt einfach nur so wie die Kuh vom neuen Tor. So. Während die 3 Tauben auf Sandy Cheeks zugehen, stehe ich an der Seite und schnapp mir eine der Tauben. Nehmen sie in die Hand. Okay, würfel mal. Gucki ins Gesicht. Move. Die Taube ist gerade auf dem Kopf quasi. Ich gucke ins Gesicht. Du musst erst mal würfeln, ob du sie kriegst. Ja, würfel mal Move, ob du sie kriegst. Ob du schnell genug bist. Move? Mhm. Okay. Das ist bei Fertigkeit, Mann. Ja, natürlich. 6 Würfel, ein Erfolg. Du springst nach vorne, schnappst dir eine der Tauben, die laut aufschreit, Hilfe, 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 Polizei, Hilfe. Und die anderen fliegen sofort hoch und jetzt hast du diese Taube in der Hand, die dich sehr verwirrt anguckt. Du hältst sie natürlich auch, dass sie jetzt nicht wegfliegen kann oder nach dir picken kann oder so und sie guckt dich sehr verwirrt an. Ich bin Menschen gegenüber normalerweise etwas unhöflicher, aber Tieren gegenüber nicht. Deswegen stelle ich mich erstmal vor. Hallo Taube, mein Name ist Victor Lesk. Und ich würde gerne wissen, wie dein Name ist und warum du sprechen kannst. Das ist ein Mysterium, das mich gerade ein bisschen mitnimmt. Du kannst einmal würfeln auf... Moment, lass mich gucken. Nochmal auf... Was hatten wir eben? Auf Comprehend oder Investigate, eins von beiden. Greifen, ja? Mhm.
Success. Du guckst dir die Taube etwas genauer an und du siehst, dass die am Kopf an der Seite ganz, ganz klein eine Narbe hat. So wie eine Operationsnarbe. Ich weiß nicht, warum ich sprechen kann. Warum könnt ihr sprechen? Ja, Menschen können sprechen. Ja, weil wir Menschen sind. Auf die Narbe und zu meinen Kumpanen. Ja, ich bemerke die Narbe. Ich piek so ein bisschen mit meinem Finger so dagegen. Aua. Und sag, was ist denn das? Das ist doch... Was denn? Mein Kopf. Ja, aber du hast da eine Narbe. Hast du dir wehgetan? Hast du mal wieder... Die Taube versucht, noch nie die Narbe zu sehen und dreht Taube, einfach ihren Kopf. Taube gesehen. Eine operierte Taube. Was ist denn da? Vielleicht hat sie sich ja nur mal da gestoßen. Vielleicht hat sie nur da mal sich gestoßen. Wollen wir die nicht wieder freilassen? Nee, noch nicht. Oh ja, bitte. Ja, ganz so schnell geht's nicht. Ich würde gerne wissen, warum du sprechen kannst und woher die Narbe ist. Sie sieht mir ein bisschen zu klinisch aus. Das ist eine sehr gerade Narbe. Das verwirrt mich ein bisschen. Das sieht aus, als ob da rumgedoktert wurde. Ja, lass mich mal sehen. Und Frankie drängelt sich so vor und guckt auch mal so. Also ja, seziert wurde die auf jeden Fall nicht. Nicht wie die Frösche bei uns im Unterricht damals. Das steht mal fest. Das sieht schon aus, als hätte da mal jemand reingeschnitten. Okay, ich will jetzt wissen. Drück die Taube ein ganz klein wenig in meiner Hand, damit die mal Wörtchen ausspuckt. Und frag sie nochmal sehr mit auffordernder Stimme, ob sie mir erklären kann, warum sie sprechen kann und wer sie ist. Dann würfel nochmal Empathie bitte. Empathie? Empathie? Das ist doch nur eine kleine Taube. Ach Mann. Das Kontakt wahrscheinlich, oder? Nee, Empathize ganz unten. Müsste das sein. Ah, einfühlen. Mind. Genau. Ah, Mist, da habe ich nicht so viele Punkte. Oh! Junge. Du nimmst der Taube eindeutig ab, dass sie nicht weiß, warum sie reden kann oder wer sie ist. Also sie scheint deine Frage nicht richtig zu verstehen. Ich weiß nicht! Okay, mal kurz. Woher soll denn eine Taube überhaupt wissen, was operieren ist und wie das funktioniert? Wollen wir sie nicht lieber fragen, wo sie herkommt? Weil vielleicht, wenn sie uns sagt, wo sie herkommt... Oh, ich habe voll die gute Idee und ich glaube einfach über Steph drüber. Thomas Thomason hat mir neulich erzählt, der war mit seinem Kumpel und mit seinem Cousin, mit hier Julio, weil der hinten bei diesem... Da, wo die diese Aliens und so haben, wisst ihr noch? Habt ihr das nicht auch gehört? Vielleicht war die auch dort. Oh ja, Area 52. Ja, oh, ja genau. Da haben die doch auch hier so... Mars und so. Da kommt doch hier auch dein kleiner Hund her, Steph, oder nicht? Ja, den habe ich da mal gefunden am Zaun. Der ist da so durchgelaufen durch so eine Lücke da. Ja. Aber der kann nicht reden, oder? Hundi, kannst du reden? Rede jetzt, wenn du auch reden kannst. Hundi hat so ein Auge am Hals noch extra. Ja, aber das ist, da ist er jetzt auch nicht so selbstsicher drüber. Das musst du jetzt nicht erwähnen, Timothy. Aber jedenfalls kann er nicht reden. Aber wie kommst du denn jetzt herauf, Frankie? Meinst du, die Taube ist vielleicht von da? Ja, wenn er so krasser Sci-Fi-Stuff abgibt, weißt du, also hier Timothy und sein Kumpel und der Cousin, die haben alle gesagt, die haben da genau gesehen, wie die da, Aliens operieren, dann operieren die bestimmt nicht nur Aliens, sondern halt auch Tiere. Oh. Ja, das kann sein, also... Frag mal die Taube, ob sie von da kommt. Die Taube einfach mal fragen, woher sie kommt. Ja, frag sie mal, ob sie von da, von dem Loop kommt. Nochmal so ein ganz kleines, so sanft, ne, sehr auffordernd nach, oder drück ich nochmal die Taube in meiner Hand. Vom See. Sehr fester Griff. Von was? Vom Wasser. Da ist unser Zuhause. Vom Wasser? Woher genau? Ich kann's euch zeigen. Ja. Führ uns mal dahin, woher du kommst, bitte, Taube. Aber es ist weit weg. Ihr könnt nicht fliegen. Okay, das ist ein guter Punkt. Wie weit ist es denn weg? Wir brauchen einen Plan. Haben wir Fahrräder? Ja, natürlich. Ich könnte Fahrräder haben. Vielleicht haben wir die Fahrräder neben dem Kino geparkt. Ja, safe. Wir müssen ja irgendwie hinkommen. Wir haben ja auch keinen Führerschein. Beim Fahrrad sollte es gehen, ja. Okay, ich bin jetzt aber. Stunde Fahrt. Leute, ich bin noch wollte ihren Traktor ja nicht mitnehmen. Eine Stunde. Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Was ist eigentlich, wenn wir Taube sprechen können und nicht die Tauben Englisch? Oh, das kann sein. Du bist da anders dran, Sandy. Ja, weil was? Lass es mal ausprobieren, okay? Okay. Ich versuche mit der Taube zu reden und sage. Ja. Kuru, kuru, kuru. Kuru, 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 kuru.
Wie hast du mich gerade genannt? Oh nein! Ich kann Taunisch! Beleidige sie nicht! Es tut mir leid. Okay, ich bin nicht schlauer geworden, aber ich kann auf jeden Fall noch eine zweite Sprache, Leute. Kannst du ja auch zu Hause bei den Kühen mal ausprobieren. Mhm. Vielleicht klappt das ja auch. Gute Idee, ja, das mache ich. Ich werfe irgendwie den Vorschlag oder das Bedenken in die Gruppe ein, so, ey, Victor, wenn du jetzt die Taube loslässt, du hast sie so zusammengequetscht und so, die hatte bestimmt auch ein bisschen Schmerzen. Meinst du nicht, die haut einfach ab? Hast du eine Leine oder so? Können wir die nicht vielleicht irgendwo festbinden? Nee, das ist ganz entspannt. Ich hole aus meiner Tasche, pass auf, ich habe hier eine Karte mit, weil Smartphones sind noch nicht erfunden worden. Und die Taube, die pickt uns jetzt bitte einmal auf die Karte, wo genau sie herkommen. Aber glaubst du, eine Taube kann Karten lesen? Aber sie kann also, ja auch reden. Ja, auch reden. Vielleicht sollten wir erstmal gucken, ob sie Tic-Tac-Toe spielen kann. Die Taube pickt so einfach mitten in den See hinein, weil sie verstehen kann, okay, das ist Wasser. Aber mehr auch nicht. Okay, ich habe eine Idee. Ja. Hat jemand ein Seil dabei? Wir könnten die Beine, die Füße der Taube an dem Halsbein von Gary binden. Steph, du bist doch die ganze Zeit auch am Nähen. Du musst doch irgendwas dabei haben. Also, du hast immer Kram. Also ich glaube, dass diese Taube sehr lieb ist auch und die würde uns bestimmt dahin führen, ohne dass wir... Ja, also ich glaube, Victor, pass mal auf, nicht, dass du die zerquetscht. Ich glaube... Ich hole aus meinem Rucksack ein Pausenbrot, das ist eingewickelt in Ceranfolie und wickel das aus und wickel damit die Flügel von der Taube ein, damit die nicht wegfliegen können. Oh mein Gott! Ihr habt jetzt einen Tauben-Taco. Das muss ich so aus. Tauben-Taco. Das ist ja absolut schrecklich. Die anderen Tauben gucken euch sehr missmutig an. Wollen wir die Taube nicht einfach fliegen lassen und wir treffen uns mit der Taube am See? Aber woher wissen wir, welche Taube das war? Was ist, wenn alle reden können? Ich wickel die Taube wieder aus und wickel mein Pausenbrot wieder ein. Danke. Okay, Taube, wie heißt du denn? Ich weiß nicht. Du heißt möchtest du jetzt Taubsi heißen? Okay. Das ist ein blöder Name. Ja, finde ich auch. Ich finde den nicht schlecht. Ja, wir haben noch Fahrräder. So weit kann es doch nicht sein, oder? Das ist noch hier irgendwo im Umkreis. Ich kann einhändig fahren, ich behalte die Taube einfach in der Hand und die soll uns einfach den Weg zeigen. Töpfchen, wie wär's? Mal auf deinen Kopf. Wenn wir dich einfach in den Korb von Steph reinsetzen und du kommst einfach mit und wenn es aussieht, als wäre, also wenn dir die Gegend bekannt vorkommt, dann sagst du einfach Bescheid. Dann machst du go, go. Okay. Also klasse. Da können wir dich eigentlich auch wieder auswickeln. Dann gehen wir zu den Fahrrädern, würde ich sagen, und fahren los. Steph hat doch safe so einen kleinen Korb vorne für ihren Hund. Da packen wir einfach die Taube rein. Wenn die Taube möchte, kann sie da sitzen und dann mit meinem Hund. Taube, magst du Hunde? Nein. Kann jemand anders Hundi nehmen dann? Ich kann Hundi nehmen. Okay, danke. Ich habe einfach so eine Jacke mit so riesen Taschen, wo ich den so... Ich gebe ihr meinen Hundi. Hier. Ja, ihr steigt auf eure Fahrräder. Die Taube sitzt vorne auf dem kleinen Körbchen von Steph. Und so fahrt ihr in Richtung Norden und werdet immer von der Taube geleitet. Tatsächlich fliegen auch die anderen Tauben so ein bisschen mit euch mit, um wahrscheinlich auch sicher zu gehen, dass jetzt ihr eurem oder ihrem Kameraden nichts antut. Und ihr fahrt vorbei an den großen Türmen der DARPA. DARPA ist die Betreibergesellschaft des Loops. Oh. Da müsst ihr so ein bisschen so eine Kurve drum fahren, weil der Bereich natürlich auch einfach weiträumig abgesperrt ist. Aber ihr kennt mittlerweile einige Wege. Und ihr fahrt in Richtung Lake Mead, wo auch euer kleines Versteck ist. Und von da aus noch ein bisschen weiter Richtung Norden. Und in der Nähe von Boulder Beach seht ihr... Ja, die Klippen über dem See aufragen. Da geht es steil bergab nach unten in den See. Und so auf der Hälfte der Klippe seht ihr eine kleine Anhöhe, so ein kleines Plateau, wo ihr jede Menge Vögel seht, die da gerade hinfliegen. Ihr seht, wenn ihr genauer hinguckt, auch, dass sich da irgendeine Art von großem Nest oder so befindet. Und die Taube ruft, da oben, da oben. Und ihr seht auch die anderen Tauben, wie sie da so hinfliegen und sich anscheinend da Platz machen. Oh, das sind viele Tauben. Leute, Taubsi meint irgendwas da oben. Guckt mal da. Das sieht so aus, als wären da sehr viele Tauben. Ihr seht auch nicht nur Tauben, sondern ihr seht auch kleine Singvögel und alle möglichen Arten von Vögeln. Tauben sind so die größten, die ihr da seht. Leute, ich fühle mich wie in einem Disney-Film. Stellt euch mal vor, jeder hätte so eine Taube am Fahrrad, am Auto
Und man könnte den Tauben sagen, wo es hingehen soll. Und sie würden einem immer Bescheid sagen, wo es hingeht. Ich klopfe Timothy auf den Hinterkopf. Das ist voll die gute Business-Idee, Victor. Mann, lass mich doch. Nein, das ist voll der Schwachsinn. Ja, aber wie, kommen wir da einfach hoch oder wie ist das? Also ihr müsst wahrscheinlich schon entweder von oben runter klettern oder von unten rauf. Von oben runter ist wahrscheinlich einfacher, aber es sieht nicht ganz so ungefährlich aus. Da gibt es keinen Weg oder so, der hinführt. Ich meine, was ist, wenn wir einfach die Beweglichen vorsenden, die so ein bisschen, ja, ein bisschen stärker sind aus der Gruppe? Also, Steph, du kannst auch mitkommen. Natürlich, ich bin tatsächlich begnadeter Kletterer, Leute. Bist du etwa Boulderer? Ich würde hochklettern und kann oben ein Seil befestigen und dann könnt ihr einfach nach. Mit dem Seil ist, glaube ich, in Ordnung. Aber hast du ein Seil mit, Victor? Klar habe ich ein Seil mit. Ihr findet da sonst relativ schnell eins. Ja. Okay. Ja. Ich würde gerne darauf bestehen, dass ich auch mit direkt raufkletter, weil ich mein Ego kann das irgendwie nicht vereinbaren, dass ich als Leader nicht mit nach vorne gehe. Also ich muss zurückbleiben und auf Steph aufpassen. Genau, kleiner Wettbewerb gegen Victor. Wer als erster oben ist. Wer als erster oben ist. Komm, Victor, wie in den alten Zeiten. Okay, dann machen mal Victor und Timothy bitte eine Probe auf Move, Bewegung. Das sieht aber ganz schön gefährlich aus. Ja, die anderen drei sehen tatsächlich, wie die beiden, genau, Bewegung, wie die beiden anfangen, nach oben zu klettern. Oh nein. Scheiße. Und ihr seht relativ schnell, dass Victor die Führung übernimmt und irgendwann Timothy so abrutscht mit einer Hacke und ja, dann plötzlich da so ein bisschen hängt. Uiuiui. Und Timothy, du darfst dir mal eine Condition, einen Zustand ankreuzen. Und zwar unter den Attributen findest du diese fünf Conditions. Und da kannst du dir mal scared, erschreckt ankreuzen. Das sind im Endeffekt eure Lebenspunkte, wenn ihr so wollt. Oha. Wenn die irgendwann mal voll sind und ihr keine weiteren ankreuzen könnt, dann seid ihr nicht tot, aber dann werdet ihr von euren Eltern abgeholt und verlasst das Land sozusagen. Hausarrest. Oh mein Gott, ich meine, Checkmat bei Scared. Kann ich ihn nicht auffangen mit einer Hand? Und nee, das nicht. Also er fällt nicht, sondern er kriegt halt einfach nur einen Schreck davon, dass er halt irgendwie abrutscht. Und er hält sich gerade noch fest und du kannst ihm dann so ein bisschen hochhieven. Und zu zweit seid ihr dann tatsächlich oben, aber Timothy, dein Herz ballert und du hast Adrenalin in deinem Körper und du wirst fast nach unten gestürzt. Oh, Victor, gut, dass du da warst. Wir haben es geschafft. Ja. Von dir jetzt nicht behaupten. Hä? Alles gut, alles gut. Super, dass du wohl auf bist. Ja. Sehr gut. Passt beim nächsten Mal ein bisschen besser auf, ja? Ihr seid da oben, ihr seht diese ganzen Vögel, die sich da anscheinend ein größeres Nest gebaut haben und die anscheinend wild durch die Gegend reden. Also alle von diesen Vögeln scheinen irgendwie zu quatschen, ihr versteht alle. Ihr hört kleinere piepsige Stimmen, die zu kleinen Spatzen oder Rotkehlchen oder so gehören und größere, die eben zu den Tauben gehören. Und die scheinen da ein Nest gebaut zu haben. Währenddessen unten Frankie, Sandy und Steph, ihr dürft bitte mal würfeln. Und zwar dürft ihr würfeln, nachforschen, investigate. Untersuchen, meinst du? Ja, untersuchen, meine Güte. Ich hab's nicht geschafft. Mann, warum bin ich so ein Loser? Ja, ich doch. Frankie kriegt auch gar nichts mit von seiner Umwelt. Ja. Das ist gerade noch so beschäftigt mit dem Hund und streichelt den noch so. Ja, und da oben sind ja auch gerade eure Freunde fast abgestürzt. Steph, du siehst über dem Wasser eine weitere Gruppe von Vögeln. Relativ große Vögel. Du siehst Kormorane, du siehst Pelikane. Also relativ große Vögel, die in so einem großen, dunklen Schwarm in Richtung dieses Nestes dort oben fliegen. Und es sieht für dich ein bisschen bedrohlicher aus. Die anderen seid mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigt. Ich zupfe Frankie wieder so an der Jacke und rufe auch, Sandy, Frankie, guck mal da auf den See. Ich hab gesagt, du sollst mich Thunderlord nennen. Thunderlord und Sandy, guck mal auf den See, das sieht so aus. Thunder! Mann, jetzt halt doch mal den Mund, Timothy, ich rede jetzt. Thunder! Mann, kam der Song denn raus? Niemand hört mir so. Ja, was? Da sind so, wenn ich da so auf den See gucke, sieht es aus, als wären da ganz schön viele große, gefährliche Vögel. Nein. Vielleicht sollten wir Timothy und Victor warnen, weil ich glaube, die fliegen genau da oben hin, wo die beiden gerade hochgeklettert sind. Welche Vögel sind denn gefährlich? Naja, das sind so viele. Wenn es so viele sind, dann ist es vielleicht gefährlich?
Ja, Frankie guckt da auch auf der Farm schon. Essen dann meinen ganzen Mais auf. Ihr seid ungefähr so 20 Meter hoch, also boah, relativ weit oben. Und über ja, euch geht noch mal, geht's nochmal 10 Meter hoch. Krass. Und die fliegen jetzt in eure Richtung. Ihr hört jetzt von unten auch rufen und ihr seht diese Vögel jetzt auch. Es sieht fast so aus, als würde dieser Schwärm von einem großen Vogel angeführt werden. Und die halten genau auf euch zu. Darf ich auf Kontakt würfeln, ob ich den großen Vogel schon mal gesehen habe? Nein, das geht nicht. Aber du kannst mal auf Kontakt würfeln. Würfel auf Kontakt. Okay, ich würfel auf Kontakt. Thunderstruck kam im September 1990 raus. Da ja, wird sich Frankie nämlich richtig abfacken, dass sie seinen Song geklaut haben. Knapp. Stimmt. Oh Gott, ich hab dir fällt jetzt gerade niemand ein. Ja. Oh ja. Ja. Dir fällt gerade niemand ein, der dir in dieser Situation jetzt helfen könnte. Okay. Außer mir vielleicht, ne? Weil ich bin ja auch noch da. Ja. Hm. Genau. Was sehen wir in der Höhle? Es ist keine Höhle, sondern es ist einfach so eine Ansammlung aus verschiedenen Arten von Ästen. Ihr seht so Blätter, ihr seht mehrere Metallteile und Fäden, so ein paar bisschen Glitzerkram, solche Sachen. Aus dem besteht dieses Nest. Ich erkenne den Ernst der Lage, aber ich gucke trotzdem kurz ins Nest und gucke, ob sich da irgendwas befindet, irgendwas, was du als Waffe benutzen könntest, oder? Ja. Aber was willst du genau suchen? Wir sind ja da hochgeklettert, weil da sehr viele Vögel sind. Und ich will natürlich wissen, warum und was es mit diesem Nest auf sich hat. Okay, du guckst dir das Nest etwas genauer an und in der Mitte eines der größeren Bereiche siehst du ein Metallteil. Ein Metallteil, was ungefähr so einen Meter lang ist. Sieht so aus, als wäre das an den Seiten verrostet oder so. Es war anscheinend mal blau angestrichen und da drauf steht Folgendes, ich schreibe es auch einmal in den Chat herein, sowas wie eine Kennzahl oder so, und zwar steht dort IEX-4Z32. Och man, in der letzten Mathe-Klausur hatte ich genau das gleiche Ergebnis. Ja, ich schreibe mir die Nummer auf den Notizblock auf. Mhm. Weil ich mir nicht so, kann ich mir auch merken. Ne? Ich habe das fotografisches Gedächtnis tatsächlich. Hat Victor einen riesigen Rucksack auf dem Rücken, der alles beinhaltet? Ich habe wirklich einen riesigen Rucksack, ja. Gut, und ich nehme ihn überall hin mit und da ist auch, ich bin wie so kleiner MacGyver, weißt du? Alles klar. Ja. wenn ansonsten da oben nichts mehr ist, dann Timothy, wir müssen da runter wahrscheinlich. Ich weiß, du hast Angst, aber wir müssen hier runter. Darf ich das Nest vorher nochmal durchsuchen? Zusätzlich. Nach was denn? Ich würde gerne gucken, weil da ja so ganz viele glitzernde Teile sind. Mhm. Und ich halt. Fühlst du dich angezogen so als Elster? Ja, ja. Oh, ich weiß halt, ne, mein Kumpel Victor, der raucht auch super gerne. Ich würde gerne gucken, ob da ein Feuerzeug zufällig liegt. Aha. Und dieses kleine glitzernde Teile davon. Ob ich habe ein Feuer mit. Ich habe natürlich ein Feuer mit. Natürlich hat er das. Victor hat tatsächlich ein Zippo, ja. Ich habe ein Zippo mit, klar. Das hat mir mein Bruder nämlich geschenkt, bevor er ins Gefängnis musste. Das habe ich überall mit. Mit stark. Bei. Ja. Hast du denn Haarspray mit? Ja. Oh nein, bitte nicht. Ihr hört um euch herum die Vögel wild rufen. Achtung, Angriff, Angriff, Angriff. Und dieser ganze Schwarm aus diesem. Denkst du, ich den Vögeln erstmal zuschreien und sagen, wir kommen in Frieden? Tatsächlich haben wir anscheinend, also ihr seht natürlich die ganzen Vögel, die bei euch quasi sitzen, um dieses Nest. Mhm. Die scheinen so ein bisschen in Panik zu geraten, aber nicht euretwegen, sondern wegen diesem anderen Vogelschwarm, der jetzt immer näher kommt und kurz davor ist, sich anscheinend auf euch und die anderen Vögel zu stürzen. Ja, wir müssen die kleinen Vögel natürlich verteidigen, ne? Wie willst du das machen? Denkst du, was ich denke? Ich denke, was du denkst. Ich nehme mein Haarspray aus meiner riesigen Tasche. Ich habe das immer so, ich habe ja mein Volleyball-Outfit noch an. Ich habe so eine Sporthose, so eine längere an. Mhm. Und da stecke ich immer mein Haarspray auch noch rein. Es sieht immer ein bisschen komisch aus, aber ich ziehe das raus. Ist es dein Haarspray oder freust du dich, Victor zu sehen? Habe das Haarspray in der Hand. Ja. Und gucke Chris an. Gucke Victor an. Werf einen Stein auf Thunderlord. Ey! Das war nur Spaß. Aber das sagst du nicht nochmal bitte. Dann kommt auf einmal so ein Gewitter.
Okay, ihr wollt also einen Flammenwerfer bauen, ja? Genau, wir bauen einen Flammenwerfer aus dem Haarspray und dem Zippo. Dann dürft ihr bitte beide mal Tinker würfeln. Auf Deutsch ist es, glaube ich, basteln. Scheiße. Genau. Und wenn ihr müsst zusammen, müsst ihr zwei Erfolge haben. Dann ist es geschafft. Oh. Das wird schwierig. Ich habe nämlich nichts in Tinker tatsächlich. Ich auch. Habe ich einen Bonus durch das Haarspray? Ne? Nee, ne? Doch, du kriegst einen Bonus von +2, weil du ein Haarspray benutzt, ja. Okay, Tinker +2. Genau, das bedeutet, du kannst, da wird dir angezeigt, willst du einen Bonuswürfel benutzen und dann kannst du reinschreiben 2. Cool. Dann können wir mal keine zwei Erfolge haben tatsächlich. Kein Erfolg. Weil ich hab... Ja. Und jetzt kommen wir nochmal zu einer speziellen Variante des Regelwerks. Timothy, wenn du willst, kannst du versuchen, deinen Wurf zu pushen. Das bedeutet, du markierst dir selbst eine Condition, einen Zustand. Kannst dir aussuchen, welchen. Und dann darfst du nochmal würfeln. Aber wenn es halt dann nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Ey, das für uns ist Timothy. Ich würde Victor nochmal angucken und ihn fragen, wollen wir das nochmal versuchen? Timothy, ich habe keine Ahnung, wie Haarspray funktioniert. Lass es einmal. Victor hält einfach nur das geschlossene Zippo nach oben und versucht das mit Haarspray anzusprühen. Okay, dann ich weiß nicht mehr, wie ich das mit meinen Zigaretten gemacht habe. Victor, wir müssen weg hier. Ja, das sieht gar nicht gut aus. Kann ich versuchen zu helfen, weil ich ja auch sehe, dass sie jetzt langsam irgendwie, dass sie einfach nicht runterkommen. Also Leute, die kommen irgendwie nicht runter. Ich bin ja ein Farmkind und ich habe ja Probleme auch mit Vögeln auf der Farm. Das ist super nervig. Ich esse ja mal die ganze Saat und so. Okay, Leute, das klingt jetzt echt komisch, aber es gibt ein... Wir verjagen immer Vögel bei uns auf der Farm, weil die super nervig sind. Und ich habe so herausgefunden, dass ich so eine Stimme machen kann, eine Tonlage, die sie nicht cool finden. Vielleicht funktioniert das, vielleicht können wir das machen. Was meint ihr? Soll ich es ausprobieren? Do your thing, was macht ein Taubsi eigentlich in der Zwischenzeit? Ist Taubsi noch ein Burrito in dem? Ja, nee, der hat sich so ein bisschen in dem Korb verkrochen. Ich passe auf Taubsi auf. Na gut. Oh. Frag doch Taubsi. Also Sandy, ich glaube an dich, ja? Also muss ich irgendwas würfeln oder kann ich es einfach machen? Ich halte doch Gary so die Ohren zu. Du kannst es versuchen. Was hast du noch so vor? Man da? Ich will ein bedrohliches Geräusch machen, damit die sich denken, da gehe ich jetzt lieber nicht hin. Und dann verschaffe ich irgendwie denen Zeit, bevor sie checken, dass es nur ich bin. Okay, folgender Plan. Würfel mal einfach nur auf Heart, also Herz. Oh nein. Und dann gucken wir mal, was du hast. Und dann würde ich den anderen beiden ihren Wurf erleichtern, sozusagen. Okay. You can do it. Go, Sandy! Ich hab kein Herz! Oh nein! Ich bin ein bisschen nervös jetzt. Weil ihr seht Sandy unten. Sandy schreit da unten rum, aber die Funken fliegen immer noch geradeaus auf uns zu. Wir haben das mit dem Flammenwerfer nicht bekommen und dann fällt mir ein, wir können einfach Steine auf die Vögel werfen. Wir sind ja beide sehr sportlich begabt. Wir werfen einfach Steine auf die Vögel, oder nicht? Könnt ihr das vielleicht nicht machen? Weil dann werden die noch wütender. Bitte. Kommt doch einfach runter, Leute. Kommt und in dem einfach Moment runter zu uns wieder. Stürzt sich dieser Schwarm auf euch. Vorneweg fliegt ein riesiger Habicht. Ihr seht um euch herum, wie Tauben aus der Luft gepflückt werden von größeren Vögeln und einfach blutend zu Boden fallen. Um euch herum herrscht plötzlich, es ist wie Krieg, habt ihr das Gefühl. Ihr seht kleinere Vögel, die von größeren einfach in der Luft zerfetzt werden. Ihr seht diesen großen Habicht, der über allem kreist und der sich dann herunterstürzt in Richtung Victor. Wow. Was macht Victor? Wow. Ich weiche aus. Und versuch den Habicht am Hals zu packen. Okay, mach mal bitte Move. Du brauchst zwei Erfolge. Zwei? Ja. Junge, ich wette, Taubsi ist so glücklich gerade in einem Hasen auszuweichen. Taubsi, schau weg. Da steht 0 Successes, aber das stimmt nicht. Ich habe eine 6. Autsch. Die oberen ist quasi die Formel, die eingeblendet wird. Die unten sind die Würfel. Du hast eine 2, eine 4, eine 3 und 3 Fünften gewürfelt. Ah. Wenn du über Success rüber hast, dann ziehst du genau. Der Habicht stürzt nach unten und du versuchst ihn zu schnappen, Victor. Und in dem Moment fährt er seine Krallen aus und du kriegst heftigen Kratzer über deine gesamte Hand. Und auch du darfst dir den Status Injured, verletzt, anstreichen. Oh, what? Ja. Hey, Victor, und dann fliegt der Vogel wieder hoch. Du nicht? Und versucht, einen neuen Anflug zu machen. Entschuldigung. Alles gut, ich bin nicht reingelaut.
ihr seid da oben wirklich inmitten dieses Kampfes und ihr müsst da irgendwie Scheiße. Runter. Unter euch ist der See, über euch ist eine ungefähr 5 Meter hohe Klippe, die ihr hochklettern müsst. Okay, wie sind wir hochgekommen? Also wie kann man sich das vorstellen, diese Klippe? Gibt es so kleinere Bereiche, wo man vielleicht, während man runtergeht, kurz... Genau, ihr seid jetzt nicht in der Steilwand hochgeklettert, sondern da sind immer so also Abhänge und da habt ihr euch quasi immer draufgesetzt kurz und seid dann zum nächsten hochgeklettert. Das war nicht ganz so einfach, aber es ging. Ihr habt doch immer noch ein Seil dabei. Das hatte ja Viktor dabei. Das habt ihr ja nur noch nicht benutzt. Viktor, ich glaube, hier bringt uns gar nichts mehr irgendwas. Wir müssen hier einfach runter. Gib mir das Seil, Mann. Ich gebe Timothy das Seil. Mann. Ich versuche das Seil zu befestigen an dem Stabdingens. Und ich versuche Timothy zu verteidigen, wenn er das macht. Ja, du schlägst tatsächlich einen Pelikan, der gerade angeflogen kommt, einfach mit der flachen Hand so zur Seite. In dem Moment, wo er versucht, Timothy zu schnappen. Und Timothy, du machst das Seil fest an so einem großen Stein und das scheint tatsächlich festzuhalten. Und dann werfe ich das runter. Wir müssen weg hier, Viktor, schnell! Ist wahrscheinlich auch richtig laut, oder? Ja, es ist super laut. Also überall hört ihr schreien. Und ihr habt auch das Gefühl, dass auch die größeren Vögel so eine Art Kriegsschreie oder sogar Anweisungen brüllen. Also ihr hört zwischendurch immer wieder sowas wie Formation 4, links! Ich bin sehr aufmerksam und ich sehe genau, welcher Vogel, das ist ja der Habicht, der diese Anweisung gibt. Das fällt mir natürlich auf. Der Flick ist ein bisschen weiter oben. Was man nicht über mich weiß, ist, dass ich begnadeter Baseballer bin. vor allem, ich bin tatsächlich Pitcher. Ich bin Pitcher. in unserem Highschool-Team. Vor allem deswegen, weil ich ein sehr, sehr flexibles Schultergelenk habe. Und ich nehme einen Stein, der auf dem Boden liegt, in einem Forkball-Griff. Also hier beide Finger oben. Hole einmal aus und versuche, diesen Stein genau auf den Habicht zu werfen. Dann ist das ein auch schöner Fastball. 180 km/h. Mach mal Force. Okay. Also Kraft. Guck, wie schnell du werfen kannst. Wie gut. Junge, nicht, dass du jetzt ausrutschst und die Klippe runterfällst oder so. Okay. Ich komm die Eltern. Das wäre wirklich sehr schade. Nein. Ja, der Stein fliegt daneben und jetzt ist es tatsächlich so, dass der Habicht wieder auf euch ansetzt. Ich hab doch drei, acht, oder? 8 Würfel. Du hast, warte. Also du hast nur Body gewürfelt. Du müsstest einmal auf Force, genau. Mhm. Ah, doch, da kann ich draufklicken. Marbet. Sehr gut. Oh, Gott sei Dank. Tatsächlich triffst du den Habicht, der so ein bisschen zur Seite ausweichen muss und dann so ein bisschen herunter. Also der fällt nicht runter, also er ist nicht tödlich getroffen, aber er scheint auf jeden Fall verletzt zu sein und er dreht so ab. Und ihr seht auch, dass ein Teil der größeren Vögel jetzt abdreht, weil der Anführer so ein bisschen ausgeschaltet worden ist. Und die fliegen aufs Wasser heraus. Darf ich parallel was machen, was gerade parallel passiert ist? Während Viktor quasi seinen Baseball-Move machte, nehme ich das Seil, versuche mich schon mal runterzuschwingen, eine Etage, und schreie währenddessen, weil wir gerade Rambo ein bisschen gesehen haben, um den Krieg zu überleben, müssen wir selbst zum Krieg werden. Und seile mich dann ab, bin dann weg. Und Chris macht währenddessen seinen Move. Ich gucke extrem verwirrt. Weiß aber, dass er noch sehr verängstigt ist, weil er vorhin fast abgestürzt wäre. Und nachdem ich meinen Stein geworfen habe und vergeblich auf Applaus meiner Kumpanen warte, weil ich ja nie Anerkennung kriege, salle ich mich auch ab. Ja. Okay. Aber das ist alles nur oben. Wir kriegen das ja gar nicht mit. Alles da oben. Genau. Also, okay. Ihr seht aber, wie die beiden sich jetzt abseilen und runterkommen. Ihr seht halt wirklich da oben, ihr hört diese Todesschreie von den kleineren Vögeln und wie immer wieder Teile dieses großen, dunklen Schwarms von den größeren Vögeln sich eben auf diese kleineren hinaufstürzen. Und Frankie hält aber nebenher noch so die Augen zu, damit sie nicht stopfen, bevor ich runtergehe. Du kannst auch einen mitnehmen, einen verletzten Vogel. Ja, ich habe hier so einen Spatz habe ich mitgenommen. Hm? Ein Rotkehlchen. Einen rechts, einen links. Ich hoffe, du hast sie gerettet und hast nichts anderes mit denen vor. Nee. Steph soll nicht sehen, dass die ganzen Vögel zerpflückt werden. Deswegen, die ist die ganze Zeit so. Ja, ich kuschel mich und auch auf jeden Fall, weil ich Angst habe. Nach ungefähr 10 Minuten ist das ganze Schauspiel vorbei und die größeren Vögel drehen ab und fliegen in Richtung Wasser und verschwinden dann am Horizont. Und die kleine Taube, die ihr noch dabei habt, guckt so langsam raus. Sind sie weg? Ist das sicher? Jo, was zum Teufel war das denn? Haupsi, das hättest du aber auch mal sagen können, was da uns erwartet. Wer war das? Wer sind die? Die bösen Vögel.
Ey, Steph, hast du zufällig ein Pflaster bei? Ich verblute hier leider gerade ein bisschen. Also ich will eigentlich nicht sehen, was da jetzt gerade passiert ist. Es hat sich nämlich nicht so gut angehört. Okay, Frankie, kein Problem. Frank zieht so seine Jacke aus, zerreißt sein T-Shirt und reißt da so ein Stückchen Stoff raus. Ja, das liegt da so auf, hin. Dass ich Mullbinde in meinem Rucksack habe und Frank ist. Ach, Christian, du kannst nicht alles in deinem Rucksack haben, jetzt hör auf. Das T-Shirt passt schon. Jetzt nimm ein vollgeschwitztes T-Shirt. Ihr könnt, genau, ihr könnt eure Zustände könnt ihr heilen wieder. Oh, nice. Weil Timothy ein bisschen runtergekommen ist und Victor sich einmal verbinden kann mit dem T-Shirt von Victor, Frankie. Wo noch so die ganzen Popcorn-Flecken drauf sind von vorher. Das muss so, das ist okay. Kurz ins Wasser gehalten, dann geht das schon. Okay, kann ich versuchen, der Gruppe komplett delusional zu verkaufen, dass ich das oben ganz schön gut geregelt habe? Mit einer Probe. Konnten wir das sehen, was glaube, passiert ist? Ich glaube, die kennen dich mittlerweile. Du kannst es ja versuchen. Kannst versuchen. Würfel keine mal auf. Art, werfen kann. Ja, du kannst mal Charm. Würfel. Charm, super. Charisma mal. Okay. Ja. Oha! Oh. Okay. Also, erzählt die Story schon ganz gut. Ich sah mich so ab und so, oh. Ihr glaubt nicht, was da oben passiert ist. Das war erstmal scheiße laut und da waren irgendwie große Vögel. Victor hat sich in diesem einen Nest versteckt, wo auch die Spatzen drin waren. Und ich habe die alle weggemacht. Oh, die sind, glaube ich, erstmal sicher. Timothy, du bist so cool. Wenn ich größer bin, will ich auch mal so cool sein wie du. Und ich mache so Fistbump. Yay! Steph. Victor, du hörst das natürlich und irgendwie hast du was anderes in Erinnerung. Ja, aber ich kenne Timothy mittlerweile. Ich gebe ihm einen kleinen Schubser und lass es dabei. Herr Victor, mach mal nicht! Timothy hat uns gerade gerettet. Ja, wirklich, Victor. Das kannst du auch mal akzeptieren. Ja. Ich nehme Stein, werfe ihn gegen den Baum und gehe so ein Stück weg. Ich bin jetzt sauer. Okay. Ja, ihr seht Victor so ein bisschen. Steph auch mal ihren kleinen Hund zurück. Der ist nämlich auch noch richtig am Abzittern von der Vogelattacke. Ja, der beruhigt sich auch so langsam. Das war's jetzt weg, entschuldige. Ist das Haarspray jetzt weg? Nein, das hast du noch weiterhin. Okay. Du hast ja nichts damit gemacht. Ich gehe jetzt ein kleines bisschen abseits und rede mit dem Rotkehlchen und dem Spatz und sag zu denen, oh, ihr wisst ja, dass das nicht alles Timothy war. Ich habe euch beide gerettet. Dankeschön, du bist unser Retter. Wie können wir dir das jemals wieder gut machen? Indem ihr mir jetzt erstmal erzählt, was hier gerade passiert ist. Das sind andere Vögel, sie wollen uns töten, sie wollen unsere Geschenke, sie wollen unser Essen, sie wollen unseren Platz. Hören wir das auch alle oder hört das nur Victor? Nee, tatsächlich ist ja Victor ein bisschen zur Seite gegangen und redet jetzt alleine mit denen. Okay. Leute, kommt mal ran hier, ich habe hier zwei neue Kollegen und die haben was zu erzählen gerade. Was ist mit unserer Burrito-Taube? Die sitzt immer noch im Korb und der kleine Spatz, den du in der Hand hast, der liegt auch so wirklich halb da, sieht ziemlich mitgenommen aus und du hörst so ein: Sagt meiner Mutter, dass es mir gut geht, dass ich nicht leidend gestorben bin. Ich bin ein Kämpfer, ich bin im Krieg gestorben, sagt es ihr, schafft mir ein Grab. Frankie, oder bitte nimm baut mir ein Schiff. Baut mir ein Schiff und lasst es auf den See hinausfahren und zündet es an. Ich will ein Kriegerbegräbnis. Ich reiß so eine Seite von meinem Block raus und bastle so ein Schiff da drauf. Und ich nehme so diese Burrito-Taube und ich rede so mit der so, boah, ich wette, du bist ziemlich glücklich, dass du gerade hier unten bei uns warst, oder? Oh ja. Und ich nehme mein Zippo. Ja, wir legen den Spatz auf mein Papierboot. Ist er schon tot, oder was? Nein, er lebt noch. Ah, okay. Achso, okay. Ich bin kein Arzt, ich dachte kurz, sag Bescheid, wenn es soweit ist. Ihr habt nicht das Gefühl, dass der jetzt in dieser Zeit sterben wird, der ist nur sehr dramatisch. Achso, okay. Kann ich zu dem Spatz hingehen und dann ein bisschen streicheln, damit er sich beruhigt? Ja, beruhigt meinen Körper ein letztes Mal, bevor er zu in den Hades fährt. Okay. Ich kriege aus denen nichts raus. Kann Timothy mal mit den Vögeln reden und irgendwie rausfinden, was genau hier gerade passiert die ganze Zeit? Ich würde erstmal versuchen, nachdem ich Victor gerufen hat, so ein bisschen Smalltalk mit den Vögeln zu machen, um sie so ein bisschen zu beruhigen und Vertrauen zu bekommen. Also die Frage nach Hobbys. Genau, so, ey, ja, was macht ihr eigentlich so in eurer Freizeit? Wollt ihr mal mit uns Volleyball spielen gehen? Einer meiner besten Freunde ist ein Vogel.
Wie ist das so? Ich wurde tatsächlich auch schon Vogel genannt von meinen Freunden. Ganz oft von Victor hier zum Beispiel. Ja, wir können das tatsächlich ein bisschen abkürzen. Also was sie euch noch erzählen ist, dass sie ja regelmäßig von diesen Dingern angegriffen werden. Und sie wissen nicht genau warum. Oha. Vielleicht sind das alles russische Vögel. Oh, das kann sein, weil wir Rainbow. Ja, das war doch hier so Geschichtsunterricht und so, ne? Das hier so kalter Krieg oder so, der gar nicht kalt ist, weil das wissen wir ja noch gar nicht, aber Was ist, wenn das russische Angreifer sind, die unsere amerikanischen Vögel ausrotten wollen? Das ist Quatsch, weil ich den Habichter gehört habe und der hat der hat keinen Akzent gehabt. Ah, okay, ja. Ah, okay. Amerikanischer Vogel. Ja. War es ein Weißkopfseeadler? Das war ein Habicht, einfach normaler Habicht. Hm. Also kein Weißkopfseeadler. Dann war es auch kein amerikanischer Vogel. Ich möchte die, also ich frage jetzt die kleinen Vögel noch, aber habt ihr nie versucht, mal den großen Vögeln so heimlich hinterher zu fliegen, um herauszufinden, wo die wohnen? Nein, wir haben zu viel zu tun mit Essen und Glitzis sammeln. Was für Glitzis? Das ist doch viel zu gefährlich. Was sind Glitzis? Also ein Vogel bringt dir eine goldene Taschenuhr. Oh, als Danke für deine Hilfe. Wow, ich untersuche die goldene Taschenuhr. Die goldene Taschenuhr hat eine Gravur. Und zwar stehen dort die beiden Buchstaben. Lass mich kurz gucken. GG. 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 Ja, GG. Oder drunter so ganz klein WP. Gustav Ganz. Die kannst du dir als besonderes Item aufschreiben. Ich gebe die goldene Taschenuhr für einen Moment mal ab an Sandy Cheeks, weil ich nicht besonders technisch begabt bin. Und Sandy Cheeks soll sich mal drum kümmern. Okay, Victor, es ist 15 Uhr. Hey, du kannst die Uhr lesen? Seit wann das denn? Hey, danke, Sandy, aber ich weiß es nicht. Irgendwas ist. Also, soll ich irgendwie gucken? Vielleicht ist das eine Bombe oder so, keine Ahnung. Okay, ich nehme Victor ernst so, weil ich bin ziemlich naiv. Ich überprüfe, ob es eine Bombe ist oder irgendwas anderes gefährliches. Nee, das ist eine ganz normale Uhr, aber du hast das Gefühl, dass die ist ein bisschen mitgenommen, würdest du sagen. Und wenn du sie aufklappst, kommt dir entgegen ein ausgeschnittenes Foto einer jungen Frau. Einer blonden, das heißt jung, also einer blonden Frau, so Mitte, Ende 20. Oh, das ist sehr jung. Mhm, für mich nicht, ich bin erst 13. Leute, die ist ja uralt, kennt ihr die? Lass mich mal sehen. Wie war das? Das war in der Uhr drin. Die habt ihr noch nie gesehen. Niemand von euch hat die jemals gesehen. Die habe ich noch niemals gesehen. Du hast so viele Bücher gelesen. Ist da nicht irgendwann mal eine Mitte 20-jährige Frau drin gewesen oder so? Nicht mal im Buch, nein. Wobei, Steph, du kannst bitte mal würfeln auf. Lass mich mal ganz kurz gucken. Würfel mal auf. Investigate, also nachforschen. Untersuchen ist das, glaube ich. Untersuchen. Klingst du doch ganz sauber? Ich bin älter als ihr. Auf jeden Fall tickt sie. Vielleicht ist es doch eine Bombe. Ich habe einen Zaxi. Let's go. Du erinnerst dich tatsächlich an die Frau. Und zwar war die, du würdest sagen, so vor 2 Jahren in der Zeitung. In einem wissenschaftlichen Artikel über die Arbeit des im Loop. Warte mal, Sandy, lass mich mal sehen. Irgendwie kommt sie mir doch ein bisschen bekannt vor. Hey, ist das nicht die scharfe Nachbarin von Frankie. Von Morris Mauermeister? Das stimmt doch gar nicht. Hallo, ich wollte noch sagen, ich habe sie mal in der Zeitung gesehen vor 2 Jahren oder so. Und ich glaube, die hat irgendwas mit dem Loop zu tun. Und so eine Wissenschaftlerin oder so, glaube ich. Das Alien-Ding da? Ja, genau. Boah. Also, warte mal, wenn dieser Vogel eine Taschenuhr mit einem Bild von einer Wissenschaftlerin aus dem Loop hat, dann hat das hier alles irgendwie mit dem Loop zu tun, oder nicht? Ist der Loop nicht sogar in der Nähe? Können wir nicht einfach mal hinfahren? Ich war da noch nie. Also ich weiß nicht, ob man den einfach besuchen darf. Tatsächlich nicht, nein. Ich frag die Vogel vorher. Aber da war doch auch hier der Cousin von, ihr wisst schon, der Typ, den ich vorhin erwähnt habe. Ich frag kurz die Vögel,
Habt ihr alle eure Sachen aus derselben, von derselben Gegend oder holt ihr überall eure Glitzis? Alles umher. Alles umher. Auch, ich hole meinen Notizblock raus. Die Metallstange mit IEX4Z32 drauf. Woher ist die? Wir können nicht lesen. hat jemand gebracht. Sehr gut. Stark. Ja. Ey Leute, lasst zum Loop fahren. Wir können euch zeigen, wo die Uhr herkommt. Ja! Ja! Bitte! Ja, bitte. Wir nehmen alle Vögel mit. Warte, wollen wir das? Alle drei. Alle drei. Wir haben jetzt drei Vögel. Jeder darf einen Namen vergeben. Und zwei Hunde. Vor allem der Burrito. Ich habe meinen Hund. Wo ist eigentlich Chiaras Hund? Also Gary ist immer bei mir. Das Rotkehlchen und ein Spatz in Steffs Korb. Okay, da sitzt jetzt ein Taube, ein Rotkehlchen und ein Spatz. Der Spatz liegt da noch so. Mir geht's gleich wieder besser. Der simuliert nur. Ich mach CPR am Spatz. Wir sind einfach voll die Vogelsammler mittlerweile. Ich kümmere mich gut um die alle. Also wollt ihr einmal den Spatzen folgen? Ja, ich würde sagen, wir folgen sie dem Spatz! Ja. Ihr werdet weiter Richtung Westen geführt. Mhm. In eine abgelegene Gegend nördlich des Loops. Des Hauptreaktors des Loops. Und ihr fahrt die Straße herunter. Es wird auch langsam Nachmittag und Abend. Also ihr wart ja gegen Nachmittag im Kino und jetzt zu langsam. Die Sonne geht schon Richtung Firmament. Und ihr kommt an ein Haus. Ein Haus, was komplett eingezäunt ist in einem Maschendrahtzaun. Das Haus liegt komplett dunkel da. Ihr seht keine Lichter oder so. Und es sieht auch ein bisschen heruntergekommen aus. Also die Vorhänge sind überall zugezogen. Am oberen Ende, also im oberen Stockwerk, ist auch ein Fenster eingeschlagen oder eingeworfen worden. Und das Haus selbst ist komplett, sie liegt komplett still da. Ihr hört nichts. Keine Anzeichen davon, dass jemand dort irgendwie lebt. Und ja, die Vögel gucken und sagen euch, von dort. Ey, Leute, also ich meine, unser Bootshaus am Wasser ist jetzt schon eher ein bisschen alt. Vielleicht könnte das ja unsere neue Base werden. Das sieht ganz cool aus. Ja, aber doch nicht, wenn da irgendwelche russischen Vögel herkommen. Die sind doch nicht russisch, hat Victor gesagt. Das sind amerikanische Vögel. Weiß ich jetzt nicht. Wir wissen auch gar nicht, wie es da drin aussieht, Timothy. Also ich finde, das sieht nicht so gemütlich aus. Du hast auch ein Fenster eingeschlagen, guck mal. Ja, das wird im Winter ziemlich kalt. Wer ist Leute, wartet einfach ganz kurz, ich schleiche mir außen rum und check die Lage, ja? Ja, Victor hat doch schon 1000 Fenster eingeschlagen, das sagt ja gar nichts aus. Ich schlag euer Fenster gleich ein. Wahrscheinlich kann er sich gar nicht dran erinnern. Entschuldigung? Selbst. Also wenn du willst, Victor, kannst du mal schleichen. Du willst ein bisschen einmal die Lage checken, ja? Nur mal die Lage checken, ja. Okay. Nichts Dramatisches. Okay, let's go. Do your thing. Okay, ein Erfolg. Victor, du schleichst so ein bisschen um das Haus herum und du hast das Gefühl, dass du auf jeden Fall aus dem Erdgeschoss Geräusche hörst und zwischen den zugezogenen Gardinen siehst du ab und zu sich eine Gestalt bewegen. Du kannst aber nicht genau ausmachen, was für eine Person das ist. Und wenn du einmal komplett rumgehst, siehst du, der Maschendrahtzaun sieht relativ dicht aus. Und vorne gibt es ein Tor, was mit so einem Vorhängeschloss gesichert ist. Leute, ich bin hier gerade einmal außen rumgeschlichen. Das sieht gar nicht, dafür, dass es so ein vermodertes Haus ist, es ist irgendwie sehr gut abgesichert. Und zum Glück hat Victor eine Brechstange in seinem Rucksack. Vielleicht auch nicht eine unbedingte. Keine Brechstange in meinem Rucksack, leider dann auch noch. Sind die Gardinen zugezogen von der Hütte? Ja, die sind zugezogen. Das ist ja, aber da war jemand drin. Da war auf jeden Fall jemand drin. Da ist jemand zu Hause. Das ist auch ein relativ großes Gebäude. Das sieht aus wie ein Wohnhaus, keine Hütte oder so. Das ist zweistöckig, halt nur ein bisschen heruntergekommen. Ihr würdet sagen, das ist wahrscheinlich so von der Größe her ungefähr ein Haus für eine normale Familie, wie ihr es vielleicht auch habt. So. Also mit ungefähr 3 Schlafzimmern. Es gibt auch eine Garage und ein kleines Carport vorne. Und nicht irgendwer von uns in einem Trailerpark oder so? Ja, ich. Könnte auch sein. Wahrscheinlich. Victor, ja. Aber ist es umzäunt? Also ist es ein hoher Zaun? Ja. Das ist ein Maschendrahtzaun, der ist so ungefähr 2 Meter hoch. 2 Meter hoch, okay.
Ich würde direkt vorschlagen der Gruppe so, ey, ich glaube, der Cousin von Jennys Mutter, der wohnt, glaube ich, hier irgendwo in der Nähe. Vielleicht ist das sogar die Familie. Wir könnten auch einfach mal klopfen und Hallo sagen. Vielleicht kriegen wir eine Führung. Jenny ist irgendwie von einer Schulkameradin, die Mutti, und davon der Cousin. Habe ich mal gehört, wohnt irgendwo da in der Nähe. Ob das nun stimmt, weiß ich nicht. Habe ich nur gehört. Aber irgendwie sieht das Frank mega so skeptisch nach den Alien-Geschichten. Ich achte so ein bisschen auf Gary, wie Gary reagiert, ob es Gary sich wohlfühlt. Gary scheint interessiert zu schnuppern, als würde er irgendeine Witterung aufnehmen, die von drinnen kommt. Okay. Also Gary scheint mit der Lage eigentlich ganz in Ordnung zu sein. Ich denke, es ist ganz dufte, einfach hier reinzugehen. Aber wir müssen nur gucken, halt wie. Vielleicht einfach mal klingeln. Dann würde ich einfach klingeln, ja. Leute, ich glaube, da ist ein Maschenradzaun. Ja, genau. Ihr könnt, ich weiß nicht, ob ihr da einfach klingeln könnt, um ehrlich zu sein. Das geht nicht, nee, genau. Scheiße. Hey, Maschendraht, aber kein Stacheldraht, oder? Vielleicht nee, Maschendraht, genau. Aber man könnte darüber klettern, theoretisch. Theoretisch, ja. Oha. Hey, Leute, lass mal da drüber klettern. Ich bin mir unsicher, ob wir da rüber klettern sollten. Ich mach das nicht. Wollte Steph nicht noch was vorschlagen? Was wolltest du denn sagen? Ach, weißt du, ich wollte nur Sandy fragen, ob sie vielleicht Gary rüberwerfen will. Was? Naja, dann kann er klingeln für uns oder so. Kann dein Hund ist nicht? Doch viel schlauer, wirf doch Hunde nein. rüber. Warte mal, wir können doch. Wir haben doch die Vögel. Wir haben doch nicht rüber. Wir haben doch die Vögel. Die Vögel können doch rüberfliegen. Und mit dem Vögel können fliegen. Und mit dem Schnabel klingeln. Die Probleme lösen. Die sind alle noch traumatisiert vom Kampf. Genau. Kann ich eigentlich eine Steinschleuder haben, ich so als Farmkind? Wenn du willst. Können wir mal versuchen zu rufen einfach? Ja, könnt ihr. Ja. Oh. Was ruft ihr denn? Leute, ich habe eine Idee. Tut mir leid. Ist jemand zu Hause? Hallo? Wir haben unsere Eltern verloren. Oh. Wir sind hier so allein. Ich habe einen Platten. Eine Antwort. Okay. Hey, Sandy, kannst du noch mal dieses Vogelgeräusch machen? Vielleicht denken sie dann, dass wir Vögel sind und dann wollen sie uns nach Hause einladen. Kru, 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 kru. Ey, jetzt reicht's aber. Okay, Oh Mann, Entschuldigung, Taxi, Entschuldigung. Naja. Leute, was denkt ihr? Wollen wir einbrechen und dann trotzdem klopfen oder wollen wir uns reinschleichen? Was ist hier die bessere? Hey, ich würde halt erstmal durch das, also rüberklettern und durchs Fenster gucken und durch das, was eh eingeschlagen ist. Weil das scheint die Leute da ja nicht zu jucken. Ja. Ist so. Da vielleicht auch normalerweise, wenn ein Fenster kaputt ist, dann ersetzt man das ja. Und das scheint den Leuten ja vollkommen egal zu sein. Also kann man es ja auch nutzen, ne? Sind da Bäume oder sowas in der Nähe von dem Maschendrahtzaun? Also außerhalb am besten? Nee, nicht wirklich. Aber ihr könntet versuchen, da einfach so hochzuklettern. Das ist jetzt nicht so super schwer. Ihr habt ja auch noch kleine Füße. Und könntet da relativ gut rüberkommen, wahrscheinlich. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich versuche es. Ich kletter ständig Bäume hoch. Was ist denn schon Draht? Pff, das ist einfach nur ein Baum. Horizontal. Okay, wir können nicht zuerst Steph rüberpacken, weil wenn da Minen sind, dann kriege ich heftig Ärger zu Hause. Sandy ist ja schon drüben. Nein, die ist ja nicht drüben. Noch nicht drüben. Sandy, würfel mit dem Move, also Bewegung. Und du kriegst zwei Bonuswürfel, weil dir die anderen helfen. Nice. Bewegung. Ihr macht jetzt eine Räuberleiter, ja? Achso, da. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Bonus kriege ich, ne? Zwei hast du gemeint? Ja, zwei, genau. Okay. Oh, wie viele Würfel? Das sind zwei! Nice. Du springst einfach ohne weiteres rüber und bist dabei auch sehr leise. Genau, gar kein Problem. Ich mach dabei. Den Sound fast gar nicht. Noch so eine coole Landung. So, oh, wow. Und Gary springt ebenfalls mit dem Backflip hinterher. Nee, Gary habe ich quasi wie so ein Burrito in mein Hemd rein und ist so vor mir. Und ja. Und der geht jetzt direkt in Richtung Eingangstür und schnüffelt sehr intensiv. Okay, Gary, beruhig dich. Ja, ist in Ordnung, Gary. Ich krieg's mit, ja. Ist gut. So, wie kriege ich jetzt die anderen rüber? Ich schaue, ob ich von innen vielleicht aufmachen kann. Das hat ein Vorhängeschloss. Also, das müsste man aufbrechen. Du kannst auch versuchen, den anderen irgendwie zu helfen. Ach so, okay. Leute, versucht's. Ist nicht so schwer. Ich hab's mit Gary geschafft. Ihr kriegt das hin. Ich helfe euch. Ich versuche direkt vorzugehen. Ich versuche direkt rüber zu gehen.
zu klettern. Ja, ihr mit ein bisschen Hilfe schafft ihr es alle einigermaßen rüber. Willst du auch mit ja. Steph oder willst du lieber da bleiben? Naja, kann ich die nicht so hochgepackt nehmen und so? Ja. Ja, wenn alle rübergehen, dann will ich ja auch nicht alleine. Thunderlord und ich können Steph helfen und ich gehe als Letzter, genau. weil ich komme auch alleine. Das ist kein Problem. Dann, warum kommt ich ihr. Ich helfen, ich bin auch stark. Einigermaßen gut rüber. Ihr helft euch gegenseitig alle und seid dann im Inneren dieses eingezäunten Bereiches und vor euch ist dieses leicht heruntergekommene, wahrscheinlich ehemals weiße Haus. Haben wir die Vögel jetzt eigentlich draußen gelassen bei den Fahrrädern oder? Hat irgendwer die Vögel mitgenommen? Nee, die müssen jetzt noch Pause machen, Frankie. Die müssen nicht beruhigen. Na gut. Die liegen so in Vielleicht liegen sollten wir die Taube mal auswickeln. Ich glaube, wir halten so, die gegen die den Willen ist schon fest. Lange ausgewickelt. Die schon ausgewickelt. Also, okay. Die liegen alle so in kleinen Erste-Hilfe- Die Buri-Taube. Liegen. Genau. Ja, ich habe denen so Taschentücher so als kleine Liegen gemacht. Die erholen sich vom Krieg gerade. Ja, genau. Okay, Okay, klasse. Ich versuche, die Tür zu öffnen. Die Haustür. Ganz leise, verschlossen. Okay. Lass zum eingeschlagenen Fenster gehen. Okay. Das ist ja das mega ist gefährlich. Warum? Papa, kann man sich verletzen bei den ganzen Scherben? Guck nochmal. Sind da überhaupt Scherben? Es ist eingeschlagen. Warte, ich kann mich nochmal rumschleichen. Ich weiß auch, aus welchem Fenster das kam. Und ich könnte mal zwischen den Gardinen so ein bisschen hervorlurken. Hey, du weißt auch, Victor, hinten gibt es noch eine Hintertür in Richtung der Veranda. Ich kann euch einfach das Ding auch mal zeigen, das fällt mir gerade auf. Ich hab's Oh ja. Drin. Oh. Oha! War das noch Sekunde? Ist das noch frei? Ich dachte doch, das wäre ein richtig geiler Hideout für uns. Dressing Room sogar. Ground Floor. Wo ist das Jurassic Fenster? Room? Wo ist das Fenster befindet sich im oberen Geschoss beim Bedroom oben. Beim Bedroom. Dabei Richtung Atto? Oder was ist das? Genau, nach unten quasi, Richtung Süden. Also ich kann es euch mal ankreuzen, das was Ja, gerne. Dings ist. Das ist quasi kaputt. Ah, okay. Mhm. Und welches ist jetzt die Hintertür? Die Hintertür ist die Terrasse. Der Terrasse und der Küche. Okay, die ist abgeschlossen, haben wir schon festgestellt. Ihr seid vorne gerade bei der Vordertür gewesen, also bei der rechten Tür. Und die ist verschlossen. Und Victor hat noch die Terrassentür gesehen, aber seid ihr noch nicht hin. Und es gibt noch einen Eingang in Richtung Garage. Carport. Okay. Und Carport, genau. Mhm. Victor, hast du eine Idee, wo wir gut reinkommen können? Ey, wir sollten die Garage mal checken, denke ich. Ich glaube, am Carport war eine offene Tür. Dann schleichen wir da alle hin. Ihr dürft mal alle schleichen. Oh, no, Manu. Alle? Ja, bitte alle. Hey, ich bin ein Success. Sneak? Nee, nicht geschafft. Bin super unsneaky. Ach doch, ich hab's geschafft. Auch nicht so sneaky? Ja. Ich dachte, ich bin Timothy, okay. Also Timothy hat 0, Sandy hat einen Erfolg, Frankie hat 0, Steph hat einen und dann fehlt noch Victor, ne? Ich hätte doch einen, oder? Ach nee, ich muss nochmal. Genau, du musst jetzt nochmal sneaken. Doch, jetzt geht's. Auch einen. Auch ein Erfolg, okay. Also, ja, ihr geht alle so ein bisschen nach vorne. Frankie und Timothy ganz hinten und bei Timothy hört man halt die ganze Zeit dieses klackernde Geräusch von der Haarspray-Dose aus der Tasche. Und bei Frankie, die Ketten an der Hose. Es klimpert alles so ein bisschen und ihr hört von drin definitiv ganz kurz ein Geräusch, so als würde jemand schnell sich kurz bewegen und dann ist es still und ihr geht hinten zu der Tür am Carport und die scheint tatsächlich offen zu sein. Also sie ist nicht offen im Sinne von offen, sondern im Sinne von nicht verschlossen. Leute, habt ihr das gehört? Da war doch jemand drin, oder nicht? Ich hab nur deine Spraydose gehört, Timothy. Ich hab euch vor 5 Minuten schon gesagt, dass hier jemand drin ist. Das stimmt. Aber er hat nicht mal geantwortet, als wir gerufen haben. Gehört. Ja, Sunnyboy, dann will er wohl nicht, dass wir da, ne? Aber warte mal, jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Sollten wir dann da überhaupt reingehen? Klar. Also, ich denke schon. Okay, alles Warum klar. Warum denn nicht? Ich bin schon so oft irgendwo angebrochen und es ist in wenigsten Fällen irgendwas passiert. Ich habe nur einmal einen Finger verloren. Du stehst doch so auf Mathe von der Statistik her, ist die schon gut. 50-50 tatsächlich. Entweder wir werden erwischt oder nicht.
Was soll schon passieren? Kannst du uns motivieren, Viktor? Ja, ich gehe langsam vor und checke die Garage oder die Garagentür am Carport. Ja, du meinst die Tür Richtung Garage oder in Richtung Inneres des Hauses? Es gibt ja unten zwei Türen. Eine führt quasi ins Haus und eine führt in die Garage. Erstmal die zur Garage, denke ich. Die geht einfach auf und du blickst in eine dunkle Garage, wo jetzt kein Fahrzeug oder so mehr drin steht. Da steht noch ein alter Rasenmäher und so ein bisschen Kleinkram, ein paar Werkzeuge liegen dort herum, aber ansonsten sieht die sehr verlassen aus, die Garage. Ich durchsuch von da mal aus. Ich gehe mal rein, ich hole kurz Sandy Cheeks an meine Seite und frage sie, ob wir davon irgendwas gebrauchen können. Ich gucke mich so um, bin erstmal begeistert vom Rasenmäher. Oh mein Gott, das ist ein Racer 2000. Oh mein Gott, das ist ja der Wahnsinn. Schau mir das so an und so. Ja, für den Privatgebrauch ganz okay. ja, und dann merke ich aber, ach so, ja, stimmt, ich hatte ja eine Aufgabe und gucke mich so um. Sehe ich irgendwas, was interessant sein könnte? Also, es gibt jetzt keine Spuren, die irgendwie darauf hindeuten, dass hier jemand Operationen an Vögeln gemacht hat, wenn du das suchst. Es ist einfach eine ganz normale Garage mit ein bisschen Werkzeug, ansonsten ist hier eigentlich nichts. Sehe ich einen Schraubendreher? Ja, kannst du finden, wenn du möchtest. Ja, ja, nehme ich einfach mit. Also, Victor, tut mir leid, aber es ist einfach nur eine Garage, aber ich finde es gut. Genau. Was ist mit der Tür da hinten? Die steht ebenfalls offen und dort befinden sich nur leere Regale. Anscheinend hat jemand diesen Ort schon vor langer Zeit verlassen. Aber ein Auto ist auch nicht in der Garage, oder? Nein, auch kein Auto, kein Fahrzeug, nichts. Hey Leute, das war vielleicht die falsche Tür. Wir sollten die zwei da auf dem Carport nochmal checken. Geht's hier wirklich nicht rein? Und ich raschel überall und suche einen Eingang? Tatsächlich nicht, nein. Es gibt halt noch die hintere Tür, die führt wieder auf die Terrasse draußen. Aber keinen Eingang von der Garage in das eigentliche Haus. Das scheint anscheinend die Tür beim Carport zu sein. Fuck. Was ist mit der anderen Tür, Leute? Die andere, die Tür rechts direkt daneben am Carport. Da gehen wir rein und mach auf. Ja, ich check die Tür, die zweite Tür am Carport. Die geht auf und du blickst in einen langen Gang. Am Ende des Ganges ist eine Art Wohnzimmer mit einem kleinen Kamin. Du siehst so im Halbdunkeln, alles ist so ja, in so einem dimmrigen Licht, weil eben überall die Gardinen zugezogen sind. Siehst du Staubpartikel, die so ein bisschen in der Luft schweben. Es riecht muffig nach vergammeltem Essen und ja, als hätte hier wirklich lange niemand mehr irgendwie sauber gemacht. Rechts neben dir findest du direkt so ein paar Waschmaschinen und so einen kleinen Waschbereich. Auch der sieht uralt aus. Links steht die Tür offen in ein kleines Schlafzimmer und danach kommt ein kleines Badezimmer und dann geht es eben in so in Richtung Küche, Wohnzimmer und Esszimmer und eine Treppe führt nach oben ins obere Stockwerk. Steph und Sandy, eure beiden Hunde sind auf jeden Fall nervös. Also Steph, deiner zittert so ein bisschen und du hörst ihn so ein bisschen wimmern. Und Gary schnüffelt und du hörst ihn so ein bisschen knurren. Und alles wird gut, beruhig dich. Sandy, Gary, kannst du bitte deinen Hund bitte an der Leine lassen? Ich kann nicht mehr. Gary tut niemandem was. Irgendwas macht ihm, irgendwas findet er nicht gut hier gerade. Also, ich möchte mal kurz sagen, dass ich schon mal gelesen habe, wenn Hunde Angst haben, dann ist meistens irgendwie was nicht so in Ordnung und was nicht so gut. Also ich weiß nicht, ob das hier so sicher ist gerade, Leute. Gary hat keine Angst. In der Hütte? Hey, Steph, wenn du Angst hast, dann steh einfach Spalier und Thunderlord und ich gucken erstmal rein. Ja, aber ich will ja auch nicht alleine bleiben hier. Es riecht staubig, aber nicht modrig. Also es alles gut, ist nicht so, als würde jemand gestorben. Es wäre irgendwer gestorben, okay. So riecht es nicht. Ich würde versuchen, mit die Taschenuhr, die habe ich wahrscheinlich noch. Die Popular Kind wird einfach angerufen. An Garys Nase zu halten. In der Hoffnung, dass er irgendwie einen wichtigen Raum findet, wo er uns hinführen kann. Vielleicht Schlafzimmer oder so. Oder da, wo sich halt. Gary geht so ein bisschen in Richtung Küche. Wenn ihn loslässt. Kann Gary apportieren und solche Sachen? Gary kann alles. Gary, Platz. Wir könnten Gary ja einfach mal das Medaillon zum Schnüffeln geben. Was hat Medaillon? Sie da gerade gemacht? Die Taschenuhr habe ich gerade gemacht, ja. Führt uns in die Küche. Okay, dann war mal nicht was aufgelegt. Also wollt ihr Gary hinterhergehen? Ja, also ich auf jeden Fall. Ja. Ich habe ihn ja an der Leine. Ja, ich auch. Wir gehen alle hinterher.
Ihr geht in Richtung der Küche. Auf der rechten Seite ist eben diese Treppe. Und dort seht ihr jede Menge Bilder. Bilder von unterschiedlichen Personen. Meistens seht ihr eine junge Frau auf diesen Bildern, die sehr aussieht wie die Dame aus dem kleinen Foto, was in der Uhr war. Und immer mal wieder, ja, es sieht aus, als wären das Fotos von Freizeitaktivitäten. Ihr seht sie mit einem Mann mit einem Pferdeschwanz und einer Brille in einem Freizeitpark. Ihr seht, wie sie anscheinend in irgendeiner Art von Labor steht. Alles Fotos, die eingerahmt worden sind. Und dann springt plötzlich von links aus der Küche ein kleiner Dackel heraus und bellt super laut euch an. Zurück. Und hinter ihm steht ein Mädchen, vielleicht 17 Jahre, mit einem Küchenmesser in der Hand, was sie in eure Richtung hält. Sie trägt ein abgewetztes Mickey-Maus-Shirt sowie eine bunte Sonnenbrille. Ihre Haare sind ziemlich wild blond toupiert. Sie hat eine Zigarette in der Hand und ziemlich große Ohrringe, die ebenfalls bunt sind. Hier habe ich mal ein Bild von der guten Dame. Und sie hält euch das Messer entgegen. Wow, 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 was wollt ihr denn hier? Das hier ist mein Haus. Also verpisst euch. Ey, wir hatten heute einen sehr anstrengenden Tag. Und das ist mein Problem, weil? Geht doch zu Hause. Ja, hör mir doch erstmal zu. Du siehst ja, also tut mir leid, dass wir hier einfach eingebrochen sind, aber ich bin vorhin von dem Habicht angegriffen worden und er hat gesprochen und er hat Anweisungen gegeben wie ein General. Sprich, das, was hier jetzt gerade passiert ist, ist am wenigsten merkwürdige, was heute passieren wird. Und ein Rotkehlchen hat uns gesagt, dass die Uhr, die wir mit haben, hier geklaut wurde. Wollen wir nachforschen eben. Sie guckt euch alle nacheinander an. Was zum Henker? Verpisst ihr euch? Was habt ihr denn für einen Trip? Ich glaube, du bist bescheuert. Was für eine Uhr? Na, die Uhr. Und dann nehme ich die Uhr einfach aus und zeig die so. Und Steph schiebe ich halt trotzdem immer noch so hinter mich, ne, damit Steph nicht abgestochen wird. Weißt du, wer GG ist? Sie hält das Messer so ein bisschen runter, guckt dann in Richtung Steph. Hey, ich will euch keine Angst machen, ich werde euch nicht abstechen, verdammte Scheiße. Siehst du aus, als würde ich Leute abstechen? Na, du hast ein Messer in der Hand. Ja, du siehst schon so aus, als würdest du Leute abstechen. Ja, wer weiß, was hier für Leute reinkommen. Vielleicht ist das, keine Ahnung, irgendein Mörder oder so, der bei mir einbricht. Keine Ahnung, kann ich nicht wissen, dass das hier kleine Kinder sind. Kleine Kinder, ja. Hey, bist du nicht Timothy? Ja, Gabi, ich habe mich eh schon gewundert. Bist du nicht... Gabi? Ich heiße nicht Gabi. Gabi! Ich habe gehört, dass du irgendwie hier der coole Typ auf dem Hof bist. Damit beeindruckst du mich nicht. Ist dir klar, oder? Ich würde versuchen, auf Scham sie zu beruhigen, dass wir ihr nichts tun wollen, dass wir wirklich einen wilden Tag hatten und irgendwie uns alle Hunde hierhin geführt haben und wir immer auf unsere Hunde hören. Es tut uns total leid. Wir dachten, hier wohnt gar keiner, weil das alles so abgelegen war. Und wie Kinder nun mal sind, sind wir leider hier rein. Und es tut uns sehr leid. Dann wirf mal auf Scham, bitte. Das finde ich gut. Ja! Let's go. Eine Folge, okay. Ja, naja, sie nimmt das Messer endgültig runter. Okay, kann ich mir irgendwas anbieten? Ich habe in meinem Kühlschrank echt überhaupt nichts mehr. Sie reizt so den Kühlschrank auf. Da drin liegen noch so eine halb aufgegessene Packung Würstchen und irgendwie so eine Soda-Dose. Ich kann euch echt nichts anbieten. Also, ihr seid wegen der Uhr hier und die Uhr hat euch hierher gebracht? Ja, also guck mal, da ist ja so ein Bild drin und dann hatte ich ihr das so hin, dass sie es sehen kann. Ja, das ist bestimmt von meinem bescheuerten Onkel. Von deinem Onkel? Das ist doch eine Frau. Ja, aber, ja, GG. Wer ist GG? Was ist GG? Das ist halt mein Onkel. Gunnar. Gunnar? Gunnar Granite heißt er. Was macht dein Onkel? Ey, keine Ahnung, der ist irgendwie in so einem Labor oder so, arbeitet hier für dieses Ding, was hier bei euch rumsteht. Ach, hier bei dem Loop? Ja, das da, Ding da, wo sie halt. Aliens ja, halten? Ja. Aliens? Nein, ja, also hier ja. Der Kasar halt von in diesem Ding da, bei den Schornsteinen so. Aber was er da genau macht, weißt du nicht?
Ich bin gerade aus Las Vegas hierher gekommen, hab gedacht, ich könnte hier irgendwie unterkommen. Und mein nichtsnutziger Onkel ist einfach nicht da. Deswegen habe ich mir gedacht, mach ich's mir halt gemütlich, bis er wieder da ist. Und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Das ist vor 4 Tagen also gewesen. Ah ja, das war ich vielleicht. Was denn passiert? Sie hatte wahrscheinlich keinen Schlüssel. Und dann ist die Scheibe kaputt gegangen. Na, ich habe versucht, die einzuwerfen und dann reinzuklettern. Und ja, es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und dann hast du gemerkt, dass die Tür offen ist, oder? Ja. Ah. Er hat sie nie zugemacht, ich weiß auch nicht warum. Seine ganzen Sachen sind auch weg, oder? Also ich glaube, der kommt nicht mehr zurück, habe ich das Gefühl. Ich war kurz noch verängstigt von dem Dackel und habe irgendwie nicht so ganz zugehört und fragte. Oh, das ist Schinken, macht euch keine Sorgen um Schinken. Na, mein Onkel. Dem das hier gehört. Ja. Okay. Okay, aber dein Onkel hat dir nicht irgendwann mal was von Experimenten an Vögeln erzählt, bei dem sie wollten, dass Vögel wie Menschen sprechen und Krieg führen? Nee, aber ich glaube, oben in seinem Schlafzimmer hat er ganz viel über Vögel. Keine Ahnung. Auch Bücher? Habe ich mir nie genau angeguckt. Dürfen wir da hin? Timothy, wenn du ihr vielleicht schöne Augen machst, dann können wir Steph oder so unauffällig hochschicken und dann vielleicht findet die irgendwas. Können wir mal hoch und uns den Raum angucken? Ja, klar. Sag ich nicht mitgehen lässt. Oh, ja, gut, ja, super. So geht's auch. Mann, Steph, du kannst Steph, so gut Bücher. Aus. Guck doch mal, ob du ich habe noch eine Zwischenfrage. Darf ich kurz das Badezimmer nutzen? Funktioniert das Wasser? Darf ich auch kurz das Badezimmer nutzen? Ja, könnt ihr machen. Ich weiß nicht, ob das Wasser funktioniert, aber ihr könnt es versuchen. Macht nichts. Ich gebe einfach Spucke hinterher. Kein Problem. Ich bin okay, kurz auf der Toilette. Ganz kurz um Steph, ich gehe auch auf Toilette. Ja. Wir können auch kurz 5 Minuten Pause machen, dann hole ich mir auch kurz was zu trinken. Wie wär's damit? Okay. Dann sehen wir uns in 5 Minuten wieder. Ja. Puh, da war eine ganz schöne Schlange an der Toilette, du. Krasser als im Nachtclub. Na? Wie war Frankie? Ja, schon ganz gut. Nee. Aber auch ein bisschen sauber. Okay, sie ist 17. Sie ist 17, ja. Sie ist 17. Ungefähr, würde ich jetzt sie sagen. Sie sieht eigentlich schon ziemlich runtergerockt aus, oder? So wie ich das verstanden habe. Ein bisschen, ja. Ist am Rauchen, hat wilde Haare. Frankie ein bisschen sieht vom Typ aus eher wie Victor. Sie ist eine Troublemakerin. Vielleicht. Frankie vielleicht. So insgeheim, ich kann sie ändern. Als nächstes kam Sandy aus der Toilette. Eine Person nach der nächsten. Darf ich in den Medikamentenschrank reingucken? Ist leer. Okay. Okay. Du sollst keine Drogen mehr nehmen. Mann, ich kann mir keinen Arzt leisten. Ich bin nicht versichert. Ich muss irgendwie die Tabletten holen. Gehen deine Eltern nicht arbeiten? Ist doch gar nicht so teuer. Wir leben im besten Land der Welt. Das ist die USA. Immer sie nicht allen geht so gut wie dir, okay? Okay, ja, hast ja recht. Musst mir letztens den Blinddarm meiner Mutter selbst rausnehmen.
Weiß ja, aber nichts, was mit ein bisschen Moonstone nicht möglich wäre. Habt ihr denn, ja, den dann verkauft oder was? Nee. Damit hängen wir jetzt, das nutzen wir als Wäscheleine und da hängen wir unsere Wäsche jetzt auf. okay. Und da ist so ein Fahrradreifen draus gemacht. Sandy war schon immer ein bisschen special. Damit habe ich mein Fahrrad geslickt. Eine Fahrradkette. Sehr gut. Vorne auf dem schwarzen Reifen so ein roter Fleck. Guck mal, reingepustet. Ah! Gefährlich. Und aus dem Preis habt ihr so Ballontiere gemacht. Zu meinem Geburtstag, weil ich mir keinen Clown leisten konnte. What the fuck? Das war die wildeste Scheunenparty, die ich hier besucht habe, ehrlich. So ist das Leben auf dem Bauernhof. Das war crazy. Oh, ich habe auch Schmerzen. Okay. Aber ich glaube, der Blinddarm ist es nicht. Nein. So, wir sind alle wieder da. Oh. Ihr seid alle nach und nach in die Toilette gegangen, habt brav gewartet, seid wieder rausgekommen. Währenddessen stand die Dame einfach und hat einfach geguckt, dass ihr alle auch wieder rauskommt. Und dann wollte ich als nächstes die Treppe hoch und in das Schlafzimmer von Gunnar, oder? Dürfte ich zufällig unten bleiben? Weil, wie heißt sie nochmal? Haben wir schon nach dem Namen gefragt? Hab's nicht gefragt, nee. Ich würde unten bleiben und ich finde das heraus dann. Ich würde nebenbei gerne mit ihr reden. Hi, ich bin Stacy. Hi Stacy, ich bin Timothy, hast ja schon von mir gehört. Mhm. Und du bist neu hier in der Stadt? Ja, ich komme gerade aus Vegas. Oh, Vegas. Sagt ihr was? Ist die Stadt der Möglichkeiten und des wenigen vielen Geldes. Ich war auch schon in Vegas. Mit deiner Mami? Nee, ich bin mittlerweile tatsächlich schon alt genug. Ich versuche zu lügen, ich tue so, als ob ich älter bin. Mach mal Charme. Charme, ich versuche sie davon zu überzeugen, dass ich 18 bin nämlich und schon mal da war und irgendwas spielen durfte. Man darf doch erst ab 21 in die Casinos, oder? Das weiß sie nicht. Success. Also sie ist nicht dumm, sie guckt dich so an. Okay. Ich weiß nicht, was das hier werden will, aber ey, not interested. Stacy lebt auf eigenem Fuß. Du hast mich falsch verstanden, ich wollte nur mit dir quatschen, Okay. Okay, und jetzt willst du mal Schinken halten und sie hält ihm so den Dachs entgegen. Ich bin Dackel. Ich werde zu Stein, weil ich Tiere hasse. Wie viel lustiger, wenn es ein Dachs wäre. Das ist noch lustiger. Magst du Schinken nicht? Hey, das ist doch ein Hund und hält irgendwie so ein Frettchen hoch. So ein Opossum. Entschuldigung. Währenddessen oben. Ja, genau. Während Timothy und zu Stein erstarrt ist. Ja, ihr kommt in das Arbeitszimmer von Gunnar, dem Onkel von Stacy. Und dieses Arbeitszimmer, oder Schlafzimmer, hat tatsächlich ein Bett und einen kleinen Schrank. Aber an einer Wand seht ihr einen riesigen Schreibtisch, der vollgestellt ist mit allen möglichen Büchern. Ihr seht eine Pinnwand, an der alle möglichen Fotos und Akten angepinnt sind. Ihr seht immer wieder diese blonde Frau, dessen Foto ihr auch in der Hand habt. Und ihr seht auch hier und da Fotos von Gunnar. Das ist anscheinend dieser Mann mit dem Pferdeschwanz und dem der Brille, den ihr auch auf manchen Bildern im Treppenhaus gesehen habt. Und ihr habt so ein bisschen das Gefühl, ja, der hatte schon etwas übrig für diese Dame, die ihr immer wieder seht, weil alle Fotos wirklich von ihr handeln. Und ja, ihr seht diese Bücher, ihr seht so Papierseiten, die überall herumfliegen, die vollgeschrieben sind mit kleiner Handschrift, aber auch teilweise mit Skizzen von irgendetwas. Und es herrscht komplettes Chaos in diesem Raum. Ich lese echt ungern. Steph, kannst du mal gucken, ob du da irgendwas findest? So, lies doch gerne, oder nicht? Frankie, darf ich da was lesen gehen? Ja, ja, klar, aber pass auf, wenn da Bilder sind, dann zeig mir das vorher bitte. Okay, und Steph würde dann zum Schreibtisch wahrscheinlich einfach gehen und Hundi auf den Schreibtisch setzen. Und der bleibt natürlich auch ganz lieb da sitzen, ne, weil der ist gut erzogen. Und sich so ein bisschen einfach durch die Papiere wühlen und gucken, was da so draufsteht. Ob es irgendwelche Hinweise gibt, was hier vorhanden ist oder was hier vor sich geht. Dann würfel doch mal bitte Comprehend oder Verstehen, Verstand, wie auch immer es auf Deutsch heißt. Ja, ich glaube,
generell nur Verstand? Also bei den Attributen oder bei den Fertigkeiten? Nee, es ist ein Skill. Es ist okay, dann Skill ist es, glaube ich, Begreifen. Ja, genau, Begreifen. Ja, okay. Klingt gut. Okay. Oh, ich bin so erfolgreich. 3 Erfolge. Ja, stimmt. Ihr seht Steph wirklich in ihrem Element. Sie guckt kurz auf den Schreibtisch und schnappt sich sofort die Bücher und die Seiten, die sie genau braucht. Und ihr seht wirklich wie so eine kleine Rechenmaschine. Einfach alles durchgucken, ganz kurz drüber scannen, weg ist Müll, wirft sie weg. Und alle interessanten Sachen so auf der Seite sammeln. Und du findest folgende Informationen. Du findest sehr, sehr viele Skizzen von verschiedenen Vogelarten und teilweise auch Anatomie-Skizzen, die zeigen, wie die Anatomie dieser Vögel aufgebaut ist, vor allem die Köpfe der Vögel. Du siehst Notizen dazu, wo du relativ schnell daraus ableiten kannst, dass anscheinend tatsächlich Gunnar untersucht hat, ob man Vögel in irgendeiner Form steuern kann, indem man ihnen Chips einpflanzt. Und das passt auch ganz gut zu den Wunden oder zu den Narben, die die Vögel hatten, die ihr dabei habt. Also anscheinend hat Gunnar wirklich irgendwelche Experimente mit Mikrochips an irgendwelchen Vögeln durchgeführt. Du findest außerdem ein Bild von einem Magnetrinschiff, das sind diese großen fliegenden Frachter. An dessen Seite siehst du die gleiche Zahlenkombination, die auch Viktor vorher schon mal erwähnt hat. Nämlich dieses IEX/4Z32. Und du findest außerdem ein Tagebuch von Gunnar, von dem Mann, dem das Ganze hier gehört. Und du überfliegst das kurz und es strotzt erstmal vor Liebesbekundungen gegenüber einer gewissen Lena. Das ist wahrscheinlich die Dame, die ihr auf den ganzen Bildern gesehen habt. Und wie toll doch Lena ist und dass sie eine ganz große Karriere bevorsteht. Dann kommt vor ungefähr einem Jahr ein Bruch in diesem Tagebuch, wo es plötzlich heißt, dass Lena die Forschungsanlage verlassen hat und jetzt auf eigene Faust loszieht. Da scheint tatsächlich sogar Gunnar ein bisschen deprimiert zu sein über das, was er dort schreibt. Und wenig später ist er dann wieder komplett aufgeregt, weil anscheinend Lena ihn gefragt hat, ob er sie bei einem Forschungsprojekt unterstützen will. Und das Letzte, was du in diesem Tagebuch findest, ist, dass er schreibt, er wird sein Haus verlassen und sich zu Lena begeben, um ihr Forschungsprojekt weiterzuführen. Alles, was ich gefunden habe, erzähle ich erstmal der Gruppe, die oben ist, also alle außer Timothy. Also Leute, ich glaube, das sieht so aus, als würde dieser Gunnar jetzt nicht mehr hier sein, sondern bei seiner Freundin da, bei dieser Lena. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat der an den ganzen Vögeln das rumexperimentiert und das gemacht, dass die reden können. Mann, das ist richtig gruselig. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Ja, die ganzen Bilder von der Frau sind auch saugruselig. Nicht, dass er der auch noch so einen Chip eingepflanzt hat. Oh. Was hast du gesagt, Viktor? Ich hab dich nicht verstanden. Hast du auch rausgefunden, warum er das gemacht hat? Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, weil er das einfach ausprobieren wollte. Vielleicht liebt er auch Vögel. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war so ein Wissenschaftler und das war einfach so seine Mission, das zu machen. Aber die Vögel haben euch vorhin angegriffen, ne? Ja. Mit meinem halben Unterarm aufgerissen. Scheiße, ja, das ist nicht so gut. Ja, warum sollte man das machen, dass man Vögel zum Sprechen bringt und dann dass große Vögel kleine Vögel angreifen? Das verstehe ich nicht. Weiß ich nicht, vielleicht ist der ein bisschen krank im Kopf. Und vielleicht werden einfach nur die Kleinvögel gemobbt. Kann ich mich auch hochbegeben langsam? Ja, kannst du. Ich begebe mich hoch, mitten während Steph alles erzählt und höre so ein bisschen zu dann einfach. Vielleicht kann sie mich noch updaten, dass ich das auch nochmal mitbekomme? Ja, ist kein Problem. Das könnt ihr machen. Okay. Dann habe ich dich geupdatet. Aber wenn da auf diesem Schiff die gleiche, auf diesem fliegenden Schiff, wenn da die gleiche Nummer drauf war, kann das nicht sein, dass dann dieses Metallstück einfach von da abgefallen ist? Weil es wurde doch gesagt, dass ein fliegendes Schiff die gleiche Nummer hat. Habe ich das richtig gehört? Ja. Mhm. Du erinnerst dich aber daran, dass das Stück, was ihr gefunden habt in dem Nest, ziemlich verrostet aussah. Also das ist wahrscheinlich nicht einfach so im Flug abgefallen, würdest du sagen. Mm. Mhm. Vielleicht ist eines abgestürzt, der fliegenden Dinger.
vor einigen Jahren. Vielleicht haben die Vögel das Ding angegriffen. Vielleicht ist das ein bisschen außer Kontrolle geraten mit den Vögeln. Das könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht wurden Kampfflügel Vögel kreiert. So wie das Haus da oben. Also ich glaube, die Vögel sind bestimmt irgendwelche Spione. Na, von vielleicht wollten sie die Vögel ja wirklich als Waffe einsetzen. Ach so, ach Mann, Steph. Entschuldigung. Vielleicht haben sie die Vögel als potenzielle Waffen für die Army entwickelt, aber die haben ihre eigene Vorstellung dann bekommen von den Sachen, die sie machen möchten und haben dann so angefangen, die Schiffe von denen anzugreifen. Ja, die sind aggressiver geworden durch die Operation. Außer Kontrolle geraten. Ich glaube, ihr habt zu viele Filme geguckt. Ja, eben nicht. Sie wurden rausgeworfen. Ja, ich wollte halt Rambo zu Ende gucken. Ich sag irgendein random Rambo-Zitat. Cover Bauer. Ich verliere so ein bisschen Respekt vor Tim, um ehrlich zu sein. Das war ja auch gar nicht von Zeit. Jetzt hast du irgendwo die Adresse von seiner Alten gesehen. Was für eine Alte? Was bedeutet das? Also deiner Freundin. Ach so, ach Mann, warum redet ihr denn immer so komisch? Victor Language. Lass mich mal nachgucken. Du findest keine Adresse. Ach, zu Hause hört die schlimmere Sachen, glaub das mal. Aber wie heißt die noch? Also wissen wir, wie sie heißt? Also die heißt Lena, aber hier steht halt nicht, wo die wohnt. Und auch kein Nachname? Nein. Gibt's da nicht so eine deutsche Sängerin oder so? Was ist... Nena? Nee, er ist 1982. Nein. Da fällt mir jetzt keiner an. Ich habe noch über keine gelesen. Also, die Sache ist ja die, wenn dieser Gunnar diese komischen Vögel hier gemacht hat, damit die reden können, dann müssen wir ja eigentlich den suchen, oder? Da müssen wir eigentlich wissen, wo diese Lena wohnt. Vielleicht können wir mal, wie hieß das Mädchen nochmal unten fragen, ob sie weiß, wo Lena wohnt? Ja, können wir Stacy mal fragen? Wir gehen zu Stacy. Okay, wir versuchen Stacy anzusprechen auf Lena. Bevor ihr runtergeht, hört ihr ein Klopfen an einer der Fensterscheiben. Oh. Habt ihr das gehört? Ich wünschte, ich hätte es nicht gehört. Oben oder unten? Oben bei euch tatsächlich, am Arbeitszimmer. Ja. Ich bin äußerst verwirrt, weil wir im ersten Stock sind. Nee, wir sind oben im Schlafzimmer. Genau, ihr guckt hin und ihr seht dort eine große Krähe sitzen, die euch anblickt. Und gegen die Fensterscheibe pickt. Ich mach dieses Fenster auf und begrüße die Krähe, weil ich denke, alle Vögel reden jetzt. Hallo Krähe! Ihr dürft alle bitte mal Beweglichkeit, also Move, würfeln. Oh Gott. Okay. Scheiße. Oh, jetzt hab ich was Dummes gemacht. Sandy! Ich dachte, ich will mit uns reden. Hättest du mal ein Stück aufgemacht? Beweglichkeit. Bewegen, ne? Oh, ja, bewegen. Oh. Frankie 3. Endlich, Success! After all this time! Reicht das nicht für uns alle? Nein! Ja doch, also, Frankie kann auf jeden Fall Leuten helfen, ja. Mhm. Aber er hilft mir, weil ich bin die kleine Schwester. Na sicher, ich schmeiß mich da direkt auf Steph drauf. Geschafft. Geil. Genau, Frankie, du schmeißt Steph auf den Boden und legt sich so ein bisschen auf sie, um sie zu schützen. In dem Moment, als ihr anderen auch einfach euch auf den Boden schmeißt, als 10, 12, 14 Krähen durch das Fenster hinein wirklich fliegen wie so eine Angriffsformation und euch erstmal zu Boden zwingen. Ihr seht die Krähen überall sich im ganzen Zimmer verteilen und anfangen, die Bücher rauszureißen, die Seiten wegzupicken und ein paar versuchen sie auch auf euch zu stürzen. Ihr hört von unten einen lauten Schrei von Stacy. Was tut ihr? Ist da ein Tisch in dem Schlafzimmer? Ja, der Schreibtisch. Okay. Den Schreibtisch kippe ich um, so nutze ich als Deckung. Ich habe ja meine Steinschleuder parat. Hast du bei Rambo gesehen? Ja, habe ich bei Rambo gesehen. Trete ich. Geh so hinter die Deckung, hab meine Steinschleuder am Start. Gary ist natürlich neben mir, beschützt mich. Ja, der kann auch mithelfen, ja. Und dann schieße ich. Pichung, pichung, pichung. Let's go. Dann auf die Treppe runter. Okay, dann mach du mal bitte Force, bitte, Sandy. Okay. Was benutzt du so als Munition eigentlich? Ich habe immer Steine, habe ich immer. Was? Popcorn. Fertigkeit, ne? Kraft, ja. Ja, genau, Kraft. Immer einfach so Steine in der Tasche. Eins. Also ein paar der Vögel wehrst du tatsächlich ab, einen schickst du zu Boden, aber der Rest lässt sich davon so wenig beeindrucken. Victor läuft währenddessen nach unten. Was machen Timothy, Steph und Frankie? Ich versuche auch irgendwie... Du erstmal?
Ich versuche auch so Steph irgendwie zur Tür zu eskortieren, so halb kriechend und haue so ein bisschen nach den Vögeln. Und das ist ja, okay, ja, dass Steph halt auch aus dem Raum rauskommt, so. Ihr beide schleppt euch aus dem Raum, dann fehlt noch Timothy. Ich würde gerne, bevor Victor komplett aus dem Raum ist, zu ihm hinschreien, so, denkst du, was ich denke, und mir an die rechte Hosentasche fassen und auf seine Reaktion warten. In einem Zimmer voller Bücher mit Feuer. In einem amerikanischen Haus auch noch. So. Oh Gott. Ja, ich habe meine Lektion gelernt und laufe trotzdem einfach weiter die Treppe runter. Sehr gut. Ich renne ihm hinterher, weil ich denke, er will es trotzdem durchziehen, aber unten. Du denkst, er weiß, was du meinst. Raus, ihr rennt nach unten und unten seht ihr Stacy, die zusammen mit Schinken, dem kleinen Dackel, und ihrem Küchenmesser auch mehrere Vögel abwehrt, die anscheinend durch die offene Tür hereingekommen sind. Verpisst euch, ihr Mistviecher! Okay. Ich eile zu Hilfe. Und nehme mir, nachdem ich die Treppe runtergelaufen bin, an der Feuerstelle so einen Feuerschürer. Ja, perfekt. Ja. Und prügel auf die Krähen ein. Dann wirf mal bitte Kraft, also Force. Bin ich eigentlich noch oben oder bin ich mit runter? Du bist ja nach oben. Okay. Hinter deiner Deckung. Verbarrikadiert. Say hello to my little friend. Du bist quasi im Militärgraben gerade. Victor, du schnappst dir einen Schürhaken und bam, ziehst damit einen der Raben direkt aus der Luft, der einfach nur kreischend zum Boden fällt und dort reglos liegen bleibt. Währenddessen ist Sandy immer noch oben und du merkst jetzt, dass mehrere Vögel auf dich versuchen einzupicken und nur dein Hund kann die so ein bisschen abwehren. Was machst du, Stacy? Okay, ich habe ja den Tisch. Ja. Okay, pass auf. Ich bin gespannt, Sandy. Ich nehme die Beine, heb sie so über mich, damit ich die so als Schutz habe. Gary ist neben mir. Und versuch so ein bisschen rückwärts Richtung Tür. Mach mal Kraft, also Force. Guck mal, ob du den überhaupt tragen kannst, den Schreibtisch. Okay. Tart, dass du strongest machst. Ja. Bin Farmkind. Es ist nicht so einfach, aber es geht. Du ziehst mehr oder weniger den so ein bisschen hinter dir her und bleibst da drunter und kommst tatsächlich zur Tür, ohne dass die weiter auf dich einpicken. Du hast aber auch das Gefühl, dass die eher die ganzen Unterlagen von Gunnar durcheinander bringen, zerfetzen und das eigentlich jetzt hier war. Okay, ich stelle so auch den Tisch jetzt so aufrecht hin gegen die Tür, damit die da nicht noch mehr rauskommen. So ein bisschen nach ungefähr 2-3 Minuten, in dem ihr noch ein paar der Vögel abwehrt, hört ihr von draußen einen gellenden, lauten Schrei. Und dann fliegen die Vögel wieder nach draußen durch die offenen Türen und Fenster. Und der Spuk ist vorbei. Überall im ganzen Wohnzimmer unten liegen Federn herum. 3 der Krähen habt ihr erwischt, gemeinsam Victor und Stacy. Und überall ist jetzt Vogelblut und eben schwarze, lange Federn. Holy fuck! Was zum Henker war das? Ich wusste ja, dass Gunnar bescheuert ist, aber das? Ich mache noch ein bisschen mehr Vogelblut draus. Ich hole mein Schweizer Taschenmesser raus und schneide an der Narbe den Kopf eines Vogels, eines Rabens auf. Wirf mal bitte, ja, du findest auch eine Narbe und wirf mal bitte Tinker, also basteln. Oh. Da bin ich voll gut. Ja, jetzt nicht abrutschen mit dem Messer. Kann ich das übergeben an Sandy? Ja, kannst du auch. Die sich mit sowas mehr auskennt? Klar. Okay. Sandy freut sich schon auf das Blut. Victor, gib mir das Messer. Ja, hier, komm, nimm das Taschenmesser, zack. Okay. Dann kriegst du +2 bei deinem Wurf. Okay, stimmt, ich muss werfen. Jetzt kommen die Metzgerfähigkeiten. Stark. Sehr gut. Ist vielleicht doch noch irgend so ein auf Tinker, ne? Tüfteln. Ja, genau. +2 hast du noch gemeint. Können wir auch einen Vogel befragen? Ist da irgendwo ein Vogel? Machen wir später. Die sind tot. Nein, die sind keine Gnade. Scheiße. 3 Erfolge. Alter. Oh. Nice. Fein säuberlich, mache ich hier so einen Schnitt rein. Ohne dass Blut rauskommt. Ohne dass Blut rauskommt. Perfekt, ja. Währenddessen belebe ich den Vogel wieder. Das wird nicht so sehr klappen. Der hat so einen fiesen Abdruck von einem Schürhaken im Genick. Du ziehst tatsächlich so einen kleinen Mikrochip heraus. Der sieht ein bisschen selbstgebastelt aus. Also jetzt nicht industriegefertigt.
Aber das schien in irgendeiner Form mit so ganz kleinen Drähten im zentralen Nervensystem des Vogels verbunden zu sein. Und der blinkt auch so, aus unserer kleinen, winzigen Lampe blinkt es leicht. Okay, ich zeige es in die Runde. Leute, guckt mal. Das stimmt, das sind ja wirklich Chips sind bei den Vögeln drin. Das funktioniert, glaube ich, noch. Da ist so ein Leuchtding. Manchmal bin ich dumm. Wow, du kennst dich ja super mit Technik aus, Sandy. Leuchtdingsi, das ist... Ich habe voll die gute Idee. Wenn wir von einem von den freundlichen Vögeln einen Chip rausnehmen, können wir den einen von unseren Hunden einsetzen und können die Hunde reden. Nicht ja. Mit Gary. Ich wollte schon immer mal mit Hunden reden. Das wäre richtig cool. Was habt ihr vor? Toll. Ihr wolltet jetzt erstmal den Kopf eurer Hunde aufschneiden. Seid ihr komplett bescheuert? Oh. Aber Sandy kann das so gut. Ja, Sandy ist doch ihr Profi-Tierärztin. Wie alt bist du? Ich? Sandy? Bin 13. Wieso? Sie guckt euch alle wirklich komplett verwirrt an. Okay, ich glaube, es ist Zeit, wieder nach Las Vegas zu gehen. Das ist also diese Stadt. Okay, viel Spaß, aber auch was immer ihr vorhabt. Ich hau ab. Okay. Geht sie jetzt auch direkt oder? Nee, du bleibst erstmal noch da. Wir haben ein paar Fragen. Dein Onkel, meinst du, ist verantwortlich dafür, ne? Na, anscheinend, ja. Ja. Kannst du uns ein bisschen was über deinen Onkel erzählen? Warum bist du überhaupt in dem Haus deines Onkels? Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man sich irgendwie mit den Eltern nicht mehr so gut auskennt und irgendwie keinen Bock mehr auf die hat, dann muss man halt auf eigenen Füßen stehen. Deswegen bin ich nach Las Vegas gegangen erst. Wollte dort eigentlich das große Geld machen. Ein Stern werden, ne? Wie man es halt so macht. Aber irgendwie hat das nicht so gut geklappt und dann bin ich jetzt weitergezogen und bin hier gelandet, weil ich dachte, hey, ich habe hier in der Nähe meinen Onkel, auch wenn ich mit dem, glaube ich, seit 5 Jahren nicht mehr geredet habe. Und ja, deswegen habe ich gedacht, ich komme vielleicht hier hin und versorge mich hier zumindest erstmal. Und ja, war aber leider nicht da. Leute, ich kaufe hier das überhaupt nicht ab. Das klingt absolut erfunden. Hey, du kannst mal Empathie würfeln. Kannst du herausfinden, ob das gelungen ist. Einfühlen. Die erzählt die Wahrheit. Gut. Leute, ich kaufe das absolut ab. Sie erzählt die Wahrheit. Alle nochmal so einen Empathy-Check. Aber dein Onkel ist ja, der ist ja abgehauen anscheinend. Wir haben Steph Fürst oben was gelesen. Hast du irgendwelche Infos vielleicht über eine Lena? Ah ja, das ist sehr... Ja, mein Onkel hat irgendwie mal von der geschwärmt und meinte irgendwie, ja, das wäre seine zukünftige Frau und bla bla bla. Ich habe nur meinen Vater darüber reden hören. Glaube nicht, dass das sonderlich ernst war, aber keine Ahnung. Weißt du, wo Lena wohnt? Ja, wollte ich auch gerade fragen. Keine Ahnung, hier irgendwo in der Nähe, weiß ich nicht. Wo genau? In der Stadt. Keine Ahnung. Wo genau? Ich weiß es doch nicht, Mann. Weißt du, wie wir es rausfinden können? Sie kamen doch gerade erst an, woher soll sie das denn wissen? Ja eben, ich bin gerade erst angekommen. Warum, wie kann es eigentlich sein, dass die Jüngste von euch die Vernünftigste ist? Naja, weil ich die Einzige bin, die zuhört. So jung ist sie gar nicht, sie ist 12,5. Ich bin 12,5 außerdem, so jung bin ich. Ich hätte dich auf 14 geschätzt. Dankeschön. So. Was hättest du mich geschätzt? Von deinem Körperbau her 21. Oh, das ist ganz ja uralt. Muskel, nicht schlecht. Danke. Sehr gut. Okay, weiter. Genug von mir jetzt. Weißt du, wie wir es herausfinden könnten? Weißt du irgendwas noch über Lena? Na, habt ihr irgendwelche Info? Habt ihr irgendwas gefunden oder so? Steph, du müsstest uns weiterhelfen können. Ja, ich habe euch das doch erzählt. Habt ihr mir etwa nicht zugehört? Ja, aber du musst es ja Stacy erzählen, Steph. Aber ja, naja, ich habe halt gelesen, dass er so ein Wissenschaftler ist und eigentlich mit dieser Lena ja, also der ist ja zu ihr hingegangen, zuletzt. Das war doch der letzte Eintrag, wisst ihr nicht mehr, in dem Tagebuch, was ich euch vorgelesen habe? Also ja, ist jetzt nicht so, dass wir in seinem Tagebuch gestöbert hätten oder so, Stacy, aber es lag da so offen. Dann ist wenn, ist es mir auch egal. Okay, dann ist gut. Also jedenfalls war der letzte Eintrag im Tagebuch, dass er zu Lena gegangen ist, aber wir wissen ja leider nicht, wo Lena wohnt. Und da war auch ein Jahr lang Pause. So, was hat er in dem Jahr gemacht? Naja, vielleicht was, Urlaub. Was für eine Nummer? So, was für eine Telefonnummer? Ja. Nee. Ach so. IEX 4Z32. So einem Schiff. Zweimal gefunden.
Ja, wenn ihr irgendwas über Schiffe herausfinden wollt, dann geht doch einfach in die Bibliothek und guckt ins Schiffsverzeichnis. Da wird doch alles abgelegt. Oh Gott, ich war schon ewig nicht mehr in der Bibliothek. Bibliothek, da habe ich Hausverbot. Wohnst du nicht in der Bibliothek? Nein, das ist nicht lustig, Viktor. Ah. Da nur manchmal hin. Da wohnen doch nur Obdachlose, dachte ich. Ich habe jetzt mal eine wichtige Frage an Stacy. Könnte ich mal Schinken streicheln? Ja, natürlich. Okay, danke. Und jetzt geh ich zu Schinken hin und streiche ihn. Ja, der ist total lieb. Sehr gut. Mich hat er immer angeknurrt. Ja, das liegt vielleicht an deinem Gesicht. Habt ihr mitbekommen, dass Ozzy Osbourne auf Fledermaus den Kopf abgebissen hat? Was? Warum? Das ist ganz schön weirder Smalltalk gerade, wenn wir darüber reden, dass hier irgendwelche Vögel Man muss sich ja auch mal ablenken von all der Dramatik. Gestern im Fernsehen gesehen, das war so wild. Aber ich weiß nicht, ob das echt war. Wollen wir nicht einfach zur Bibliothek gehen? Ja. Ich weiß, wo die ist. Wir können auch zur Bibliothek radeln. Ja, aber Chris aber hat doch Victor hat doch einen Plan. Oder hat er da auch gelogen? Gelogen. Ach so. Ja. Aber wir haben doch alle noch einen Blinddarm. Also zur Not kann da bestimmt. Ja, wenn ich raus. Kann sein, da bestimmt noch was. Bitte. Oh, ne. Ja, jemand kann doch auf meiner Gabel vorne fahren. Das ist ja auch kein Problem. Für den Fall der Fälle. Ja, wir machen jetzt die Bücherei. Daisy, willst du mit? Bücherei fahren? Ich fahre dich. Auf gar keinen Fall. Okay. Ich fahre nach Hause. Können wir uns vorher noch bei Stacy bedanken und verabschieden und weiß ich nicht. Ciao Leute, viel Spaß euch bei was auch immer ihr vorhabt. Ich nehme den nächsten Bus nach Las Vegas. Wenn ihr mich irgendwann im Fernsehen seht, denkt an mich, ja? Okay. Tschüss Stacy, tschüss Stacy. Cool. Ich würde mir gerne noch ihre Adresse irgendwie chabern, falls ich auch mal krass groß rauskomme, dass ich dann da Fuß fassen kann in Las Vegas. Ja, das kannst du machen, das ist kein Problem. Was hatte sie noch mal im Kühlschrank? Sorry, ist wichtig. Eine Dose Soda und eine halb angefressene Packung Würstchen. Ich nehme Soda mit. Okay. Ist da noch Kohlensäure drin? Würstchen für Stimmt, Hunde, ja. Okay, gut. Und die Würstchen könnt ihr an die Hunde verteilen. Ja. Ich nehme das Schüreisen mit. Da kannst du machen, ja, klar. Mhm. Hat ja nicht vorhin auch noch jemand hier so einen Schraubendreher? Ich hab einen. Sandy. Ja, Sandy. Ja. Mhm. Ein Werkzeug. Den Tüffler, das mache ich schon irgendwas draus. Ihr seid voll die Langfinger, ey. Ihr klettert wieder zurück über den Maschendrahtzaun und ihr seht, dass eure Vögel weg sind. Och oh nein. Gott. Moment, sind sie tot? Nein. Jetzt können wir nicht die Chips rausoperieren und die in die Hände reinmachen. Oh Mann, das wäre so cool dabei gewesen. Ich will erst mal herausfinden, ob sie ermordet wurden von den anderen krassen Vögeln. Kannst du nachforschen. Ich forsche nach. Leute, ich glaube, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Da waren noch diese großen Vögel, die haben noch die bestimmt gekillt. Untersuchen ist es, ne? Ja, untersuchen. Moment, ich kann Spuren lesen. Einen Moment, ich prüfe das. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich, kann ja, sein, kann aber auch nicht sein. Ich glaube, die sind einfach nach Hause geflogen. Denen geht sicherlich gut. Ja. Können wir mal gucken, ob da irgendwie Blut und Federn oder irgendwas ist? Ja, du kannst auch mal untersuchen machen. Okay. Investigate. Oha. Eine kleine Blutspur führt in ein Gebüsch. Oh. Und von Leute, dort das ist eine Blutspur. Oh nein! Wer ist es? Dort liegt Frankie der kleine läuft da Spatz. Ich eile dem Spatz zu Hilfe. Der Spatz sieht übel zugerichtet aus. Fiese Wunden am ganzen Körper, einen gebrochenen Flügel. Ich glaube, nun ist das wirklich soweit. Spatz, nicht einschlafen! Versprecht mir eins, bitte. Halt die Augen auf. Sandy, mach Herzrhythmusmassage. Schlecht mich. Ich frag's ja. Wer war's? Bevor der Spatz. Ich klatsch dem Spatz einer auf die Wange, damit ich einstehe. Ich sehe das Licht. Spatz, erzähl uns, wer das war. Und dann verstirbt er. Alter, wir haben einen neuen Chip für die Hunde. Ja. Ich werf den Spatz rüber zu Sandy Cheeks. Ich pack mein Papierboot aus. Es war sein letzter Wunsch. Ich wollte gerade fragen, ja. Nein, hol erst den Chip raus. Nein, das ist unser Freund. Ja. Ja, aber dann kann er ja in Hundi weiterleben. Oder in Gary. Keiner von uns kann das. Du kannst das doch. Ich gucke Victor an, während der Spatz auf dem Boot platziert wird und frage ihn, denkst du, was ich denke? Oh nein. Ich bin mittlerweile sehr genervt von Timothy. Aber also mir fällt halt auf, dass kein Wasser in der Nähe ist, oder? Ihr seht so einen kleinen Bach, der eigentlich eher so ein Abfluss ist. Okay, ja. Ja, haben wir nicht so eine Frischhaltefolie von Victor?
Wir können ihn doch frisch halten und dann zum See mitnehmen. Und da dann... Wir machen das jetzt, wir haben keine Zeit. Meine frische Folie an Frankie und mein Zippo an Timothy. Okay. Geil. Ihr baut ein kleines Boot. Setzt ein Papier. Es auf diesen kleinen Abfluss. Ach so, ich dachte, wir mit dem Vogel drauf platziert, oder wollt ihr es mitnehmen? Es geht auch. Ich wollte ihn halt in Frischhaltefolie packen, damit wir ihn im See dann. Das geht, das geht auch, ja. Wir überhaupt noch mal zum See zurück? Ja klar, um den zu bestatten oder nicht? Wir bestatten ihn einfach hier im Bach. Warum denn nicht jetzt? Ja, wir haben doch jetzt gerade Streit. Wer weiß, ob wir später dazu kommen. Er wollte wie ein Krieger begraben werden, Leute. Am Ort. Das ist ja für Krieger. Ja, das war doch hier der Ort, wo er gestorben ist. Wie ein Krieger. Genau. So, ich taub, Spatz, Papier, Boot, Bach, Timothy, erweist uns die Ehre. Zippo, Haarspray. Halte noch. Und das Boot beginnt langsam Feuer zu fangen. Mann, der schöne Chip. Das Boot fährt diesen kleinen Bach herunter. Ihr seht das Feuer, den kleinen Körper und das Boot verschlingen. Und dann, wie es ganz langsam in der Dunkelheit in einem Abflussrohr verschwindet. Okay, Leute, weiter. Jetzt bin ich traurig. Bibliothek. Ach, Mann. Ja. Ja, wir brauchen den Weg zur Bibliothek. Es ist kein Problem. Ihr findet die Bibliothek, Steph weiß nämlich, wo es ist. Und ihr könnt dort herausfinden, dass ein Schiff mit der gleichen Kennung, die ihr schon herausgefunden habt, kann auf einer Insel. In ja, ihr Bibliothek? Werdet. Spätestens Steph kann da einfach so rein, das ist kein Problem. Na gut. Ihr findet heraus, dass ein Schiff mit dieser Kennzeichnung abgestürzt ist. Und zwar auf einer Insel, die heißt Sentinel Island im Lake Mead. Hier. Ach, da. Oh, was war das? Das war ich. Oha. Das war ein Erdbeben. Erdbeben! Ey Leute, als mein Bruder noch nicht im Gefängnis war, waren wir öfter mal beim Beehive Island Resort und einen Kajak gefahren. Und da sind wir nie wirklich weit rausgefahren, aber ich glaube, wir könnten uns da einen Kajak ausleihen und einfach rüberfahren. Ihr wohnt doch in einem Bootsschuppen. Oder wir gehen zum Bootsschuppen. Das geht auch. Ja, wir waren doch schon tausendmal mit dem Boot draußen. Dann paddeln wir da eben hin. Ja. Die Boote, die ihr da habt, sind natürlich ein bisschen alt und vielleicht nicht mehr ganz so seetauglich, aber es reicht, um über den See zu kommen, ja. Wir sind ja alle schlank und rank und passen da bestimmt alle in ein Boot rein, ohne unterzugehen, oder? Weil da wollen wir uns diesmal vielleicht irgendwas mitnehmen, womit wir uns gegen Vögel verteidigen können. Ein Paddel. Kommen wir auf dem Weg zum See zufällig an irgendeinem Laden vorbei? Ja, könnt ihr, wenn ihr wollt. Okay. Wie wär's, wenn wir, kurz in der Schule vorbeigehen und uns Helme vom Footballteam ausleihen, um unsere Köpfe zu schützen? Oh, das ist ja was. Gute Idee, ich kenne den Trainer sehr gut. Also, wir kriegen bestimmt die Schlüssel. Hey, können wir uns da nicht auch so Hockeyschläger mitnehmen oder Baseballschläger? Wir nehmen alles mit. Ihr könnt nicht die gesamte Ausrüstung des Baseballteams klauen. Also Helme würde ich sagen, könnt ihr welche mitnehmen. Geil. Aber alles weitere dann nicht. Dafür fehlt auch dann noch ein bisschen Zeit. Es ist nämlich schon sehr spät und so langsam wird es dunkel. Und wenn ihr noch zu der Insel wollt, dann müsstet ihr das innerhalb der nächsten Stunde machen. Okay, ja, kein Problem. Fünf Helme zu besorgen. Ja, das kriegt ihr hin. Okay. Mit deinen Connections. Weil du kannst mal, mach mal Kontakt. Ja. Okay. Mach mal Kontakt. Kontakt. Gucken wir mal, ob du die fünf besorgen kannst. Ich komme rein, der Trainer ist auch direkt wie immer an der Sporthalle. Wie immer. Ja. Der ist immer da, ne? Der ist immer da und guckt sich die Halle an und guckt, ob die gut gewischt ist und so. Und ich begrüße ihn, ne? Wir reden ein bisschen über die letzten Spiele. Und Junge Timothy, wir müssen los. Dann frage ich ihn, ob ich mir ein bisschen Ausrüstung zum Üben ausleihen darf. Dann würfel mal. Ich hab gerade. Hattest du schon gewürfelt? Nein, okay. Guck dich an, so einen dicken Schnauzbart. Na gut, ne? Und ja, gib dir fünf Helme. Kriegen deine Freunde? Ja! Okay, na gut. Bringst du halt wieder zurück, ne? Montag. Natürlich, bin ich am Start. Oh, also, wir sehen uns beim nächsten Spiel. Immer schön Kopf unten halten, ne? Ja, ja. Hau dir so einmal auf den Rücken, so richtig hart. Ja! Danke.
Ja, das dürfte niemandem sagen, aber zu Hause im Trailerpark habe ich tatsächlich noch ein Luftgewehr rumliegen. Vielleicht wäre das auch nicht, vielleicht wäre es nicht verkehrt, wenn wir das mitnehmen. Du hast kein Luftgewehr rumliegen. Ich habe kein Luftgewehr. Ich habe doch kein Luftgewehr. Ich hab mich geirrt. Ihr habt schon eine Steinschleuder, das muss reichen. Okay. Ich habe ja noch meine E-Gitarre dabei. Kann ich, gut, kann ich Vogelfutter kaufen im Laden? Ja, kannst du okay, machen. Okay, dann nehme ich so einen Sack Vogelfutter mal mit. Mhm. Das ist smart, ja. Super. Steph, das war dein ganzes Taschengeld. Mhm. Ja, aber naja. Vielleicht hilft uns das ja später. Krieg morgen wieder Neues. Ab zum das kannst du morgen zum Abendessen essen, ja. Und dann macht euch auf den Weg zum Lake Mead, upsala. Ich schreibe auf meinen Notizblock noch Luftgewehr besorgen. Sicher ist sicher. Just in case. Und dort kommt ihr dann an und macht euch auf den Weg in Richtung Sentinel Island. Das Wasser liegt ruhig da. Ja, es wird jetzt langsam dunkel. Das heißt, wer von uns paddelt? Gruselig. Oder ist das mit einem Motor? Das ist mit einem Paddel auf jeden Fall. Das könntet ihr euch aussuchen, wer paddelt. Die Starken, oder? Wer hat irgendjemand von euch die Taschenlampe angepackt? Klar. Könnt ihr auch besorgt haben, das ist kein Problem. Wir haben auch Taschenlampen, oh, sicher. Sehr gut, sehr gut. Ich habe so eine kleine Kopflampe. Oh ja. So eine Leselampe, die man so verbiegen kann. Genau so, ne? Und ja. Wer paddelt? Timothy, oder? Ja, Frankie paddelt safe, ne? Wer ist der am stärksten von uns? Na, Victor und Timothy, oder nicht? Nein, Frankie ist auch strong. Ich nicht. Ihr könnt euch, also zwei Leute müssten paddeln, weil es ist so ein Ruderboot. Einmal ja. Links, einmal rechts. Okay, Timothy und Frankie paddeln. Also es kann auch gerne Victor paddeln und ich mach den Captain vorne und sag wohin. Ja, deswegen paddelst ja, du. Ja, ich paddel gerne. Okay, Victor und Frankie. Okay. Am Rudergerät lasse ich auch immer so meine Aggression von zu Hause aus, you know? Zum Fitnessstudio vom Dingsbums, von der Schule. Und so fahrt ihr über den See und ihr kommt zu Sentinel Island. Sentinel Island ist eine kleine Insel am Lake Mead, die sehr, sehr dicht bewachsen ist. Ihr seht viele Bäume und Büsche und sehr viel so Wasserpflanzen, die an der Seite, da wo das Wasser an die Ufer der Insel spült, immer wieder hochwachsen. Und dann seht ihr, wenn ihr so ein bisschen herumfahrt, ein altes, großes Magnetrin-Schiff. Ein Magnetrin-Schiff, was wahrscheinlich, wenn es geflogen ist, mal so aussah. Mit einem. Es ist nicht das Größte, was ihr jemals gesehen habt, aber es hat einen kleinen Laderaum und oben so ein kleines Cockpit. Es steckt so halb im Morast drin, als wäre es schon halb versunken. Und oben seht ihr Licht im oberen des Schiffes. Das sieht ja super eingerostet aus, Leute. Hey, oben drin Licht. Hey, du hast recht, Victor, da brennt ja wirklich Licht. Wow. Guck mal, Steph, wie war deine Kopflampe? Man nennt ja. Mich auch der Aufmerksame. Go the brain. Super. Sind da jetzt schon wieder Menschen drin, Leute? Vielleicht, wenn da Licht brennt. Aber wollen wir vielleicht mal gucken, ob das das Schiff ist mit der Nummer, die wir gefunden haben? Ihr seht die Nummer am Rumpf, ja. Ah, okay. Mega. Oh, guck mal, wir sehen die Nummer am Rumpf. Das ist das. Oh, das ist ja wirklich die Nummer auf dem Rumpf. Das ist die Nummer, die wir gefunden haben. Können wir leise anlegen oder sind wir schon? Das sollte kein Problem sein. Ihr habt jetzt kein Motorboot, also ihr könnt einfach das kleine Boot da so ein bisschen an der Seite anlegen. Das ist kein Problem. Ihr seht halt, dieses große Magnetinschiff steckt halt so ein bisschen im Morast. Es ist relativ hoch, also bestimmt so 10 Meter. An einer Seite ist anscheinend so eine Art Baum umgefallen, wo man vielleicht hochklettern könnte. Der Eingang zu der Laderampe ist offen, also da ist oben so eine große Luke, die offen steht. Genau, und dann seht ihr oben eben aus der Brücke des Schiffes Licht. Wie verhalten sich die Hunde? Die sind nervös. Du würdest jetzt nicht sagen, Nein. dass sie aggressiv sind, aber sie sind nervös. Mhm. Mhm. Aber diese Schiffe können nur fliegen oder können die auch fahren? Die können nur fliegen. Okay. Also das sieht so aus, als wäre es nicht mehr flugtauglich. Steph, ich habe eine Frage. Du liest ja super viel und bist, glaube ich, die Schlauste hier. In deinen 2,5 Jahren. Genau. Weißt du? Die soll sich jetzt nicht zu viel drauf einbilden. Spannend. Ach, weißt du, ob dieses Schiff noch funktionsfähig ist, wenn das Licht noch leuchtet? Oder kann das Licht einfach so leuchten? Lass mich mal kurz schauen.
Kann deinem ich, Gehirn? So auf Untersuchen oder so rollen oder weiß ich das einfach? Du kannst Comprehend, also Verstand, Verstehen. Mhm. Begreifen ist das, glaube ich. Begreifen, oh, ja. Meine Güte. Ja, alles begreifen. Cool. Ich guck mal, ob ich das begreife, was hier passiert. Ich sehe es nicht. Ah, scheiße, ich bin. Wie gesagt, du kannst auch nochmal neu würfeln, wenn du dir eine Condition anhakst. Ja, wie war das nochmal mit den Glückspunkten? Kann ich genau, oder du kannst einen Glückspunkt eingeben. Ja, ja. Okay, kannst dann du kannst nehme dann ich einen Glückspunkt weg und dann mache ich nochmal begreifen, ja? Genau, du kannst einfach auf Reroll drücken hier unten. Oder die Motivation könnte man dann auch noch nehmen. Stimmt, oder die Motivation. Dass sie mit Sandy befreundet sein will und sich deswegen nochmal ganz doll anstrengt. Ja, geht das? Also, das ist natürlich eine Situation, wo jetzt alle auf dich gucken, ne? Also, das ja, ist und schon, ich will ja cool sein und das beweisen. Wissen. Guck extra dann, mit meinem Gesicht jetzt so Richtung Basen. Dann kriegst du einen automatischen Erfolg schon mal. Du darfst trotzdem nochmal rerollen. Oh, 3 Erfolge. Alter. Also sind 4 Erfolge. Alter. Du hast einfach alle, du weißt alles über die Dinger so. Das Ding, wie die aufgebaut sind. Also. Nice Split. Das Ding fliegt nicht mehr. Du würdest aber davon ausgehen, dass wahrscheinlich im Maschinenraum noch ein Generator funktioniert, der den oberen Bereich mit Strom versorgt. Du würdest aber sagen, da oben dieses Licht, wenn du dir das genauer anguckst, da siehst du so ganz leicht Lichtfluktuationen, als ob noch etwas Größeres, etwas, was viel Strom verbraucht, dort am Stromkreis hängt und dazu führt, dass eben der Stromkreis ein bisschen überlastet ist. Aber eigentlich, normalerweise dürfte das nicht der Fall sein. Also muss es irgendetwas sein, was dort nicht hingehört. Okay, dann erzähle ich erstmal meine ganzen Beobachtungen, die du gerade erzählt hast, erzähle ich erstmal alle den anderen. Und alle sind bestimmt voll beeindruckt jetzt, right? Wow, ich bin richtig woher weißt beeindruckt. Du das, Steph? Ja, also, naja, ich habe halt sehr viel darüber gelesen und es ist eigentlich auch offen, wenn man ein paar Dinge darüber weiß und sich das mal anguckt. Aber die Sache ist ja jetzt... Ich flüstere noch kurz Frankie zu, so, deine Schwester ist ganz schön cool. Ja, ja, die ist schon ganz toll. Und dann gebe ich ihr so einen Patscher auf den Kopf. Oh Mann, danke schön. Ich sag so, Seth hat ihre Motivation genommen, ne? Und dann verwuschle ich ihre Haare noch so. Ach Mann, Pinky, jetzt hör doch auf. Ich sag zu Steph, willst du meine beste Freundin sein? Ja, du bist so schön. Danke, okay, du bist so cool. Und unsere Hunde können auch Freunde sein. Ja, Gary, hast du gehört? Du hast einen neuen Freund. Ja, und die letzte Gary redet mit dem Schwarz. Also, aber ja, jetzt, wo ich auch genauso cool bin wie ihr alle. Wir haben aber trotzdem ein Problem. Wenn das Licht jetzt da oben so fluktuiert, sage ich mal, ja, also für euch heißt es plackert. Das heißt, da ist noch irgendwas anderes im Gange. Da ist irgendwas Komisches angeschlossen. Vielleicht komische Experimente. Oder irgendwas, was ganz viel Strom verbraucht. Ganz viel Strom? Mein Rasenmäher-Roboter 3000 verbraucht ganz viel Strom. Das Ding offen, sprich, ihr könnt theoretisch reingucken. Zum anderen gibt es hier so eine Art Lüftungsschacht und da können wir theoretisch einfach reinleuchten und reingucken. Ja, das ist eine gute Idee. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass wahrscheinlich niemand da drin ist. Mal ganz kurz, wie groß ist das so? Also ist das ungefähr so ein U-Boot oder sowas? Also so ein ganzer Raum, der da drin ist? Es sind mehrere Räume müssen da drin sein, ja. Also würde ich sagen. Also wirklich Räume, die man so betreten kann oder halt nur so ein, wo man sich so reinsetzt? Nee, das sind wirklich große Räume. Also die Brücke, würdet ihr sagen, da passen mindestens 3 Personen rein und wirklich komfortabel stehend. Ich dachte, wie so eine Lok. Sieht so aus, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Okay. Ist jemand bei uns besonders gut im Schleichen? Ja, ich. Oder im Sneak? Also ich nicht. Naja. Hallo, ich. Können wir versuchen, Victor, hast du vielleicht Lust, einfach mal dich reinzuschleichen und zu checken, was da oben so flackert? Der Eingang ist leider blockiert, aber ich kann mich mal hochschleichen und erstmal durch den Vent gucken, glaube ich. Aber da oben, der ganze Lagerraum ist doch offen und hinten ist auch irgendwie so ein komischer Baum, da kannst du auch hochklettern. Ja, du könntest hochklettern, das ist kein Problem, ja. Ich würde mal hochklettern und so ein bisschen als Vorhut checken, was da genau zugange geht. Scheiße, können wir walken? Aber sehr, sehr vorsichtig. Sehr vorsichtig. Dann wird man bitte Sneak. Die Musik, ey. Ein Erfolg, okay. Du kletterst das ist eine große Metallstange, die halt so ein bisschen unten diesen Weg versperrt. Und du kommst direkt vor dem Fenster zur Brücke an. Du blickst in die Brücke hinein. Anscheinend hat dich noch niemand gesehen, weil es jetzt draußen auch relativ dunkel ist. Also du kannst dich ganz gut im Dunkeln halten. Und du siehst dort drin
eine seltsame Maschine. Ich kann das hier mal aufdecken unter der eigentlichen Karte. Ich habe es, glaube ich, aus Versehen gelöscht. Cool. Du siehst eine, ich muss noch kurz raussuchen, du siehst eine Maschine, die auf der Brücke des dieses Schiffes steht. Die sieht so aus wie etwas, was jemand irgendwie aus Schrott zusammengeballert hat mit unterschiedlichen verschiedenfarbigen großen Kabeln, die hier und da ja so Funken sprühen an bestimmten Anschlüssen. Vorne sind noch zwei große Sessel, wo anscheinend einmal die die Steuerung des Schiffes drin war. So, jetzt habe ich es auch wieder. Mhm. Und du siehst, dass an der Maschine ein Mann steht. Ein Mann, der etwas heruntergerockt aussieht und den du eindeutig als Gunnar identifizieren kannst, der ja irgendetwas an dieser Maschine macht. Und diese Maschine scheint irgendetwas scheint herumzurattern. Ja, ich beobachte sehr vorsichtig auf meinen Notizblock, kritzel ich drauf, was ich gesehen habe bisher und werf den mal runter zu Thunderlord. Thunderlord fängt den natürlich problemlos auf. Kaum erstmal zu Ende. Ich habe Thunderlord ein bisschen Schnumm-Kautabak. Den er noch in seinen Haaren hängen hatte. Ich habe Thunderlord noch ein bisschen Kautabak ausgeliehen. So, jetzt kann ich mit Thunderlord reden. Also du hast was nochmal auf den Block drauf gemacht? Das, was er sieht. Ich habe draufgeschrieben, was ich gesehen habe. Okay, und dann zeige ich das so den anderen. So. Na, mach hier noch. Schreien. Warte mal. Ist das ein Terminator? Ist das ein Terminator? Was? Das ist Gunnar, du Dummkopf. Ja, sieht aber man doch. Die Maschine, ist das ein Terminator? Was? Nein, da werden die scheiß Vögel operiert, Mann. Da werden die Vögel programmiert. Okay. Oh, hey, vielleicht kann der auch unsere Hunde programmieren, Frankie. Wenn wir mal ganz lieb fragen. Ja, oder vielleicht bringt er uns um, weil wir seine geheime Vogelanlage gefunden haben. Oh. Ich bin daher bei Frankie. Leute, ist jetzt nicht Victor vielleicht in Gefahr? Nee, der ist gut. Nein, der kommt da noch raus. Ich kletter gerade wieder runter. Der ist gut im Schleichen. Ich kletter gerade wieder runter und sag den Leuten, hey, ich hab, ihr seht ja, was ich gesehen habe. Der Kollege macht da irgendwas mit den Vögeln. Falls wir nachgucken wollen, können wir wahrscheinlich einfach über den Lagerraum und die Luke in diesen Raum rein, wenn wir ganz vorsichtig sind. Und dann hauen wir ihm eine runter. Wollen wir nicht mal fragen? Warum hauen wir den, hä? Wollten wir den nicht fragen, ob der unsere Hunde operieren kann? Okay, wir hauen ihn und dann fragen wir ihn. Okay. Warum? Alles klar. Ja, dann fesseln wir ihn und dann muss er uns antworten. Lass erstmal einfach in den Lagerraum reinklettern. Ja, aber was ist, wenn seine Vögel uns angreifen? Waren da Vögel, Victor? Hast du Vögel gesehen? Ich habe keinen Vogel gesehen. Aber vielleicht hat er einen Knopf für die Vögel und dann kommen die und töten uns. Sollten wir nicht einfach die Polizei rufen? Nein, das kommt jetzt ein bisschen zu spät. Voll doof. Das zerstört den Spannungsbogen. Außerdem wird Victor doch von der Polizei gesucht. Ach so? Scheiße. Warum das denn? Hast du mir verschwiegen, Victor? Weil er schon mehrfach irgendwo eingebrochen ist, hat er doch vorhin gesagt. Ja. Wegen meinem Luftgewehr. Das Luftgewehr wurde einfach abgenommen, deswegen hast du es nicht mehr zu Hause. Okay, Leute, was ist jetzt der Plan? Überwältigen wir Gunnar und befragen ihn? Aber vielleicht müssen wir ihn gar nicht überwältigen, sondern wir können einfach mal nett klopfen, weil vielleicht will er einfach ein bisschen Gesellschaft haben. Ich und wir können ein bisschen mit dem reden. Vielleicht hat er ein Teechen für uns. Ich treffe meinen Arm mit meiner Habichtwunde. Das sieht aber nicht gut aus. Ja, das war der Kollege, der bestimmt sehr freundlich ist. Hast du das mal desinfiziert? Das sieht ein bisschen eitrig aus. Nicht so lecker. Nein, das ist nur Haarspray draufgesprüht. Das ist nur der Popcornschmalz. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Leute, aber lass doch einfach jetzt wirklich in diesen Storage-Room reinklettern. Ja, und lass ihm eins über dich rüberhauen, weil nein, ich glaube, das ist der Freund. Ja, aber wenn du Gesellschaft willst, dann chillst du ja nicht auf so einer gruseligen Insel in so einem gruseligen Frack. Vielleicht hat der keine Freunde. So ich habe eine Idee, wie wir beides kombinieren können. Wir schleichen uns in den Storage-Room. Ihr versteckt euch, bereit, ihn zu bonken. Hinter irgendwas. Ich versuche, proaktiv mit ihm zu reden und dann ist er abgelenkt. Und wenn wir merken, er ist nicht so gut gesonnen, könnt ihr ihm immer noch eine rüberhauen.
Ja, das finde ich gut. Außerdem bist du ja auch sehr charmant, Timothy. Wir klettern rein und du bleibst draußen und versuchst den erstmal rauszulocken. Also ich finde, Steph sollte nicht mit reinkommen. Dann können wir in Ruhe die Apparatur angucken. Aber was ist denn, wenn er auf mich losgeht? Dann habe ich keinen zum Bonken. Und Timothy ist ganz alleine da. Ich gebe Timothy meinen Schürhaken. Was ist ein Schürhaken, frage ich. Das ist ein langes Metall... Ding. Metallstock. Ach, Kamin, damit du nochmal so rein... brutal sein. Es ist nur, damit Timothy nicht stirbt, falls der alte Mann... Vielleicht können wir einfach an die Tür klopfen. Okay, mein Gegenvorschlag... Nein, wir klopfen nicht an die Tür, Steph. Ich sag der Gruppe, ich will nicht alleine draußen bleiben. Ich will mitkommen. Dann bleib mit den Hunden draußen. Ich hasse Tiere. Nee, die Hunde wollen auch nicht alleine draußen bleiben. Dann bleibt Steph mit draußen. Nein! Aber wenn was passiert... Ich, Also ich finde, wir können ja diplomatisch einfach... Können wir abstimmen, Steffen? Klar. Ich könnte abstimmen. Können machen, okay, lasst uns abstimmen für den Vorschlag von Viktor gegen den Vorschlag, wir gehen rein und einer redet und die anderen versuchen zu bonken. Wer ist dafür, dass einer getrennt draußen bleibt, der hebt die Hand? Und Viktor hebt die Hand. Dass wir alle reingehen? Ja, wenn wir alle reinpassen, das ist halt die Frage, ja, ne? Wir können alle hintereinander gehen. Es ist ja so groß wie ein Schiff. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt alle rein. Aber wenn wir alle reingehen, wie können wir dann jemals diesen Raum durchsuchen? Aber wir müssen doch erstmal mit ihm reden. Wir reden mit ihm und wenn wir... Vielleicht sagt er uns ja einfach alles, was wir wissen wollen. Und wenn nicht, haut ihr ihn K.O. Viktor, was ist, wenn du einfach draußen bleibst? Anführer. Wollt ihr schleichen oder wollt ihr einfach reingehen? Ich würde sagen, wir schleichen, oder? Ja, vielleicht werden sonst Vögel wach und greifen uns an. Dann brauche ich von euch alle nochmal schleichen. Stealth. Ja, das wird ja super klappen. Yes. Sneak. Scheiße. Oh, ich bin so erfolgreich. Zwei für Steph, sehr gut. Ich bin ja auch klein und schmal, ne? Ja, ich hab's auch nicht mal geschafft. Sandy, das let's go. Sieht sehr gut aus. Jetzt passt auf, Timothy mit seiner Haarspray-Dose auf. Komm, Würfel. Sekunde, kann ich... Weil, okay, pass auf. Weil ich mit meinem Vorschlag eigentlich dafür sorgen möchte, dass jeder so ziemlich damit zufrieden ist und jeder seinen Vorschlag so ein bisschen mit eingeflossen ist, so wir aber alle halt an einen Strang ziehen, kann ich das dafür nutzen, für meinen Drive, das beliebteste Kind der Stadt zu werden, auf meinen Sneak? Dass ich will halt, dass der Plan funktioniert? Ja. Also ja, ich würde das fassen. Weil ansonsten wärst du nicht beliebt, wenn dein Plan nicht funktioniert. Genau. Also mach ich jetzt ich gut. Sneak und dann? Dann wird automatisch ein Erfolg dazu gerechnet. Also, ach so, ich mache einfach eine normale Würfeldingens jetzt? Mhm. Du kriegst dann einen Erfolg, Erfolg dazu. Ja! Das sind dann zwei Erfolge insgesamt, sehr gut. Cool. Ihr schleicht euch hinein, ihr klettert diesen Metallstab hoch, der unten diese Luke versperrt und klettert oben in den Lagerraum rein. Der Lagerraum ist dunkel und leer, also da befindet sich nichts drin, nicht mal ein paar Kisten oder so, aber ein Gang führt weiter und ihr seht am Ende des Ganges eine Leiter, die nach oben führt. Und von oben hört ihr das Britzeln von Strom. Und in irgendeiner Form... Ihr würdet sagen, so etwas wie Geräusche von, fast wie ein Drucker. Ja gut, wenn wir den Plan jetzt durchführen wollen, dann müssen wir eigentlich irgendwie alle hoch. Ja, du zuerst, Sonny Boy. Einer muss zuerst gehen, weil bei der Leiter können wir ja nicht alle gleichzeitig hoch. Ich muss Gary noch tragen, der ist hier noch immer vor mir. Ich gehe vor. Das muss ich machen. Du kletterst die Leiter hoch und oben ist eine Luke, die du leicht öffnest und dort siehst du... Einen Mann. Ein Mann in einem weißen Laborkittel mit einem zerzausten, zerfilzten Pferdeschwanz, nach hinten zurechtgebunden, der in dieser Maschine steht. Und du blickst auf diese Maschine, in dessen Mitte so eine Art kleines Fließband ist. Und auf diesem Fließband liegt gerade eine Möwe, die anscheinend erst mit Lasern abgemessen wird. Und dann siehst du kleine Nadeln und Skalpelle, die immer wieder in den Kopf hinein stechen und anscheinend gerade dabei sind, so einen Mikrochip da zu implantieren, während Gunnar, der Mann, dir gerade den Rücken zuwendet und dort irgendetwas herum experimentiert und irgendwie Sachen einstellt, an Rädern dreht und immer, du hörst ihn immer flüstern, das ist gut, das wird gut, Lena wird das gefallen, alles nur für Lena.
Ist das ziemlich laut da oben? Also das ist recht laut, ja. Würden wir es schaffen, alle langsam durch die Luke nach und nach oder so zwei, drei nach oben? Also ihr habt ja, wie viele Erfolge habt ihr insgesamt gehabt? 7 hattet ihr insgesamt. 8 hattet ihr insgesamt. Der Plan wäre nicht ja, alle. Dass nicht vielleicht alle. Dass wenigstens zwei hoch können, damit einer reden kann und die andere Person im Notfall Gunnar schlagen kann. Also ihr könnt alle hochklettern, aber dann würde er merken, dass ihr da seid, weil ihr steht dann plötzlich zu fünft hinter ihm. So. Das ist ein bisschen auffällig. Aber ja. Schaffen also wahrscheinlich die ersten beiden würde er wahrscheinlich nicht bemerken, aber danach wird es schwierig. Okay. Würde ich sagen, Victor, kommst du mit hoch zum Schlagen? Was siehst du? Was siehst du denn? Victor, das war dein Scheißplan, ich meine. Pass auf, meine Idee ist, er ist da oben gerade am Basteln, an Vögeln. Wir könnten beide hoch. Ich versuche mit ihm zu reden. Du kannst dich hinter der Tür verstecken. Und wenn er auf mich losgeht, kannst du ihn überraschen. Was für eine Tür? Das ist eine Luke. Genau, da ist keine Tür. Aber, warte mal. Okay, wie sehe ich das denn? Wenn man hier die Luke öffnet, dann sieht man doch da hinten so... kann ich auch was markieren? Ja, klar. Oder kannst es nur du? Du kannst einfach gedrückt Maus gedrückt halten. Nur du kannst Maus gedrückt halten, dann kannst du so pingen. Oh, nee. Ah, okay. Gedrückt halten? Nee, nicht da, sondern da. Hä? Warum pinkt der da hin? Willst du den Raum mit der Nummer 4 markieren oder welche Nummer? Ja, den Raum mit der 4. Aha. Das sieht so aus, als ob da vielleicht eine Tür ist und ja, er sich dahinter verstecken könnte. Nee, er ist bei der Maschine 5 gerade. Ah, okay. Das macht es natürlich einiges schwieriger. Aber du könntest aber versuchen, kommen ja durch die 3, ne? Genau, ihr kommt durch die 3 durch, genau. Okay, mein Plan ist sehr simpel. Wir schleichen uns beide hoch. Ja. Ich gehe auf die linke Seite. Du redest mit ihm auf der rechten Seite, dann stehe ich in seinem Rücken. Der wird ja nie merken, dass ich hinter ihm stehe. Super, Victor. Was macht der Rest von euch? Also ich würde mich halt ready an die Treppe Leiter stellen, falls die Hilfe brauchen, aber ich bleib halt unten bei Steph. So. Was ist denn in dem Raum hier drin überhaupt in der 4? Das sieht ja, eine Tür nicht, ne? vor. Ah. Nicht, das ist eine Tür, genau. Also ich wäre halt auch noch an der Leiter, würde halt bei der Luke dann warten, weil die beiden sind ja dann schon oben. Ich habe meine Soda-Dose auch parat, bereit. Mhm. Es gibt wahrscheinlich vielleicht einen Moment, wo ich das nutzen kann. Ein bisschen zu überraschen, ins Gesicht rein von Gunnar. Ja, der hat ja ich hab meine E-Gitarre auch da. Schleichen, Tim. Ja, wir beide dann gehen jetzt hoch. Gucken, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Kriegen wir das leise hin? Ich würde es jetzt folgendermaßen machen. Wir würden jetzt in einen Showdown gehen. Ein Showdown bedeutet Folgendes. Um diese Situation jetzt zu bestehen, müsst ihr insgesamt 10 Erfolge sammeln. Boah. Wie ihr das macht, ist euch überlassen. Das heißt, ihr könnt kreativ sein, ihr könnt zum Beispiel auch Krach machen oder so, oder ihr könnt halt eben versuchen, euch vorbeizuschleichen oder so. Und wenn ihr diese 10 Erfolge insgesamt gesammelt habt, die müsst ihr nicht in einer Runde sammeln, sondern könnt auch in mehreren Runden sammeln, dann habt ihr ihn quasi überwältigt. Und dann erzählen wir, wie es passiert ist. Aber es gab eine Idee von Frankie. Ach so, ja, nee, dafür müsst ihr erstmal hochgehen. So. Müsstest du uns den Plan nicht vorher mitteilen? Nee. Ihr seid oben, ihr checkt das ja eh nicht, oder? Also auch die Schleichen, ihr könnt jetzt Schleichenproben machen, das würde schon zu diesen 10 Erfolgen dazu zählen. Okay, Chris und ich gehen hoch durch die Luke und stellen uns, so wie Victor gesagt hat, auf, einer links, einer rechts. Dann würfelt bitte beide nochmal Sneak schleichen. Kurze Frage, habe ich vielleicht immer noch den Bonus? Nein. Okay. Das hast du nur einmal im Spiel. Okay. Alles klar. Oder ist da unten in dem Schiff, also da, wo wir reingegangen sind, sieht man da auch irgendwas? Sind da irgendwelche Gerätschaften oder sowas? Oh. Nee, da sind keine Gerätschaften, nee. Aber ich sehe, wie mich die Truppe auserwählt hat, um da jetzt vorzuschleichen. Und ich weiß, das ist mein Moment. Das ist der Moment, in dem ich mir einen Namen in dieser Gruppe machen kann. Ja, du hast auf jeden Fall zwei Erfolge. Ich will die Gruppe nicht enttäuschen.
Bitte? Du hast ja eh zwei Erfolge, das reicht ja tatsächlich. Das heißt, du kletterst hoch, platzierst dich richtig und in dem Moment würde dann Timothy hochgehen und die Luke fällt dir so ein bisschen aus der Hand und klappt nach hinten um. Es gibt ein lautes Klonk. Ah, nee, ich hatte noch gar nicht gewürfelt. Also das war mein letzter noch. Achso, okay, entschuldige. Oh, ja, das war der letzte. Dann würfel gerne mal. Ups. Vielleicht war das doch. Das ist aber jetzt doch dein Moment. Ein Plus. Ja, ich kann meine Gruppe nicht enttäuschen. Ich bin determiniert. Ich. Okay, dann hast du einen Erfolg und du schaffst dich einigermaßen gut zu positionieren, aber ne, Timothy fällt eben diese Luke aus der Hand, es gibt ein lautes Rums und Gunnar dreht sich einfach um und guckt dich an. Wer zum Henker bist du, kleine Made? Hey. Und du kriegst die Condition verängstigt. Okay, Sekunde. Sieht mich Kunde gerade? Nein. Verängstigt, scared. So. Genau. Hey. Hi, ich bin Timothy. Ich komme aus Boulder City. Ich habe so ein. Wie kommst du hier rein? Ja, okay, ich war mit dem Boot unterwegs, wollte eigentlich angeln, das mag ich total gern. Und dann war es dunkel und ich wusste nicht, wo ich hin muss. Und dann bin ich hier gelandet. Und er greift dich in deinem Shirt und hebt dich hoch. Ich will hier eigentlich gar nicht sein. Das glaube ich auch. Ich schreie Zugriff. Ich schleiche mich von hinten an. Schreie Zugriff. Ich springe Gunnar erstmal an den Rücken, stoße ihm mein Knie ins Kreuz, pack seine beiden Schultern und versuche ihn von Timothy umzureißen. Dann ich bin ja sehr stark. Beide Schultern, Knie in den Rücken und dränge ihn zu Boden quasi. Würfel einmal Kraft. Okay, ihr unten bekommt das ja auf jeden Fall auch mit, das Action ist. Ja, genau. Ja, also ich würde jetzt mich auch langsam mal die Treppe hoch, also was heißt langsam, sobald ich Zugriff höre, kletter ich halt auch so die Leiter hoch. Aber ich war ja schon an der Leiter so. Hinter Timothy. Genau. Lass uns erstmal kurz gucken, was Victor noch macht. Victor hängt sich so ein bisschen an den Hals von Gunnar. Du schaffst es nicht, ihn ganz zu Boden zu drücken, aber du hängst so an ihm dran, während er Timothy hält. Was zum. Ah, verdammt! Und dann kann wahrscheinlich Sandy erstmal agieren. Ich sehe, dass da gerade ziemlich viel Chaos ist. Nimm meine Soda-Dose, schüttel die, mach meinen Schraubendreher so rein. Damit da so ein Loch entsteht, spritz ihm das ins Gesicht, damit er erstmal komplett ins Taumeln kommt. Okay, dann mach mal bitte Ticker, basteln. Da bin ich richtig gut, da werde ich dir richtig gut gucken. Jetzt keine Null, Chiara. Krieg ich da einen Bonus, weil ich so gut bin? Nee, wann krieg ich einen Bonus? Nee. Okay. Wo bin ich? Ist was passiert? Ja. Eins. Ein Erfolg, okay. Du sprühst es dem sehr, sehr seltsam guckenden Gunnar aus diesem Loch ins Gesicht, der erstmal aufschreit, Timothy so ein bisschen zu Boden wirft und zurücktaumelt mit Victor auf dem Rücken, und er drückt dich jetzt so ein bisschen gegen diese Maschine, Victor. Als nächstes ist Frankie dran. Ja, also Frankie geht auch diese Leiter hoch und guckt sich das erst, also welche Situation sehe ich gerade so, wie. Du also siehst, er hat schon die Soda im Gesicht? Ja, und die Soda hat schon im Gesicht. Gerade ist oben Sandy rausgesprungen aus dieser Luke, hat ihm die Soda ins Gesicht gesprüht und dann ist er zurückgetaumelt, hat Timothy losgelassen und hat immer noch Victor auf dem Rücken, den er jetzt so gegen diese Maschine hinterrücks drückt. Okay. Dann würde ich auch versuchen, halt so irgendwie mich an seine Beine so zu werfen. Also quasi seine Beine so zu packen und ihn so umzuwerfen. If dann, possible. Force bitte. Ja, Kraft. Das ist bei Kraft, okay. Ja, aber ich bin halt leider einfach ein richtiger Lauch, ne? Ja, du springst so daneben. In dem Moment macht Gunnar mit Victor auf dem Rücken so eine leichte Drehbewegung und du fällst an ihm vorbei und haust dir so das Knie an dieser Maschine an. Du kriegst den Status verletzt, also injured. Ui! Nein! Und dann ist Steph dran. Du hörst von Steph, oben du musst uns retten. Schmerzensschreie und Kampfgeräusche. Ja, Steph geht es gerade, glaube ich, nicht so gut, weil alle nach oben gegangen sind und unten so vergessen wurde oder alleine gelassen wurde.
Aber im Endeffekt bleibt ihr nichts anderes übrig, als auch schnell hochzuklettern, weil sie da unten auch nicht alleine sein will. Ist auch ein bisschen dunkel und gruselig da. Die Szene, die sich vor ihr zeigt, kann sie gar nicht begreifen, weil sie gar nicht versteht, wie das auf einmal so eskaliert sein kann. Überforderung ist auf jeden Fall vorhanden. Steph ist keine gute Kämpferin. Sie möchte sich da eigentlich nicht körperlich mit reinbegeben in das Ganze. Und das Einzige, was ihr noch einfällt, ist die Körner für die Vögel, die sie mitgenommen hat, weil sie dachte, vielleicht kann sie ein paar Körner, paar Vögel füttern, so keine Ahnung. Und voller Verzweiflung so reißt sie diese Tüte auf und will die ganze Situation mit Vogelkörnern abwerfen, weil sie vielleicht irgendwie das hilft. Ja. Okay. Dann ist es eine gute Idee. Würfel mal. Das wäre für mich. Schwierig. Du kannst mal Calculate machen, also berechnen. Vielleicht rutscht er ja einfach darauf aus. Ja, oder wir. Ja, genau. So gut. Was klebt, bleibt dann da so da kleben oder so. Let's go! Nein. Ja. Tatsächlich wirfst du überall Vogelkörner hin und Gunnar gerät so ein bisschen ins Wanken, immer noch mit Viktor hinten auf dem Rücken und legt sich tatsächlich einmal lang. Viktor, du fällst so auf dem Rücken, weil er sich quasi nach hinten wirft. Aua. Und ihr hört plötzlich aus den Scheiben vorne an der Brücke ganz, ganz viele kleine Geräusche von Schnäbeln, die dagegen hämmern, die immer lauter werden und langsam bilden sich Risse in dem Glas. Viktor, du bist wieder dran. Du liegst da auf dem Boden, hast Gunnar jetzt so ein bisschen so halb im Schwitzkasten, aber du merkst schon, dass er mindestens genauso stark ist wie du. Ja, aber, und da bin ich meinem Bruder sehr dankbar, der, wir hatten natürlich nicht immer das beste Verhältnis, wir haben sehr viel gerangelt und dadurch bin ich dann auch in der Schule sehr interessiert am Judo gewesen. Nicht am Judo, sondern am Ring, sorry. Und hab gelernt, ich habe verschiedene Griffe gelernt, tatsächlich. Und das ist jetzt der perfekte Moment für mich, um, wie war der Name? Gunnar. Genau, um Gunnars Arm einmal rumzudrehen und ihn in so einen typischen Ringergriff zu nehmen, aus dem er sich einfach ohne Vorwissen nicht befreien kann. Und ich packe quasi seinen linken Arm mit aller Kraft und drehe den einmal so schön an Anschlag vom Gelenk hinter seinen Rücken. Dann wäre es nochmal Force bzw. Kraft. Eine ganze Horrorgeschichte. Ich sag zu Frankie so, er macht seinen Move. Frankie, er macht seinen Move. Oh. Das sind drei. Oh, drei in Folge, das ist richtig gut. Der du Ringer. Du nimmst ihn tatsächlich in den Ringergriff und du hörst, wie er Schmerzschreie von sich gibt. Was zum Geier, lasst mich in Ruhe. Ah, fuck, Geier wegen den Vögeln. Apropos Geier. Timothy, du bist dran. Apropos Geier. Was ist dieses Schnabelgeräusch an diesem... Du guckst zum Fenster und du siehst... Dutzende Vögel, die beginnen, auf das Glas einzupicken. Völlig irrational und völlig entgegen, also denen scheint völlig egal zu sein, ob sie sich dabei verletzen. Ich habe ihn gerade noch so im Griff und schreie die ganze Zeit, die Maschine. Timothy. Okay. Kann ich mit Steph zusammen einen Plan ausklügeln, weil sie ja sehr viel weiß, sie hat die Tagebücher gelesen, sie hat herausgefunden, dass er die Vögel irgendwie steuern kann durch Chips und so. Deswegen kann er ihnen bestimmt auch irgendwie Befehle geben. Kann ich Steph darum bitten, dass sie sich mit mir einen Plan ausdenkt oder sie alleine, wenn sie schlauer ist als ich, was sie wahrscheinlich ist. Wir machen es folgendermaßen. Timothy, du kannst Lead würfeln, also anführen. Oh, geil. Und, Steph, du kannst einmal würfeln Comprehend, verstehen. Ja. Genau, so, Lied. Dann lass es irgendwas mit Geräuschen sein, das wäre so cool. Lied 1, ich bin ja noch scared, stimmt. Ich hab auch eine 1. Also habt ihr 2 Erfolge, okay, das heißt insgesamt 9 Erfolge. In dieser Maschine stecken mehrere Glasröhren. Die sind anscheinend die Schwachstelle von dieser Maschine. Okay. Steph, hast du irgendwas gelesen, gesehen an diesen Maschinen oder so, was die Vögel steuert oder so? Also da sind so eine Glasröhren dran, glaube ich, und da habe ich unten so eine Skizze gesehen, als wir in dieser Hütte, in diesem Haus waren bei Stacy.
Vielleicht können wir versuchen, die kaputt zu machen oder so. Ich weiß nicht, ob das... Lasst uns in Ruhe. Ihr versteht davon nichts. Ihr wisst nicht, was ihr tut. Lasst meine... Das ist mein Lebenswerk. Verdammt. Was machen Frankie und Sandy? Habe ich das mitbekommen? Ja, ihr bekommt das mit. Okay. Okay, jetzt eine ganz wilde Idee. Frankie, ich hoffe, du bist bereit. Also Glas zerbricht doch bei richtig hohen, lauten Tönen. Ja, Mann! Das sind so viele Rohre, wir können die nicht alle auf einmal kaputt machen. Außer mit richtig lauten, hohen Tönen. Frankie! Let's go! Einfach Gehirn synchronisieren. Es gibt doch da bestimmt irgendwelche Anschlüsse für ein AUX-Kabel, oder? Der hat doch da bestimmt auch irgendwie... Tatsächlich gibt es welche, ja. Es gibt welche, die an das Radio des Schiffes gekoppelt sind. Ja, man mit so richtigen großen Blaster-Lautsprechern. Ja, ich habe ja auch Tinker. Voll gerne mit so lauter Musik. Ich kann ja auch genau, tinkern, habe handwerkliches Verständnis. Kurz genau, so ein paar Drähte Sandy, so. Sandy würfelt Tinker. Ach, und Frankie würfelt mal. Lass mich mal jetzt gucken, was am besten passt. Du kannst mal. Ja, mach mal Charm. Einfach weil es auch so ein bisschen dazugehört, jetzt einen richtig geilen Song abzuliefern. Und du kriegst auch +2 durch deine Gitarre. Boah. Oh eins. Mann! Und das sind insgesamt 3 Erfolge für euch beide. Oha! Ihr seht, wie ganz kurz Sandy an dem AUX-Kabel von der E-Gitarre und an dem Radio herumfriemelt und dann den Stecker in das AUX-Kabel hinein steckt. Ihr hört plötzlich das Radio dieses großen Schiffes angehen, während Gunnar noch von Timothy und Victor so ein bisschen am Boden gehalten wird. Und dann merkst du richtig, wie deine Saiten vibrieren. Ja, Mann. Frankie. Und du haust einmal kräftig in die Saiten. Es ertönt ein ohrenbetäubender Lärm. Und Glas splittert in dieser Maschine. Die Lichter gehen komplett aus. Gunnar schreit nur noch wie am Spieß. Und dann geht das Licht wieder an. Die Maschine raucht nur noch vor sich hin. Und von draußen hört ihr keinen Ton mehr. Die Vögel sind verschwunden. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir das Abenteuer für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Was ihr noch rausbekommen würdet aus dem guten Gunnar ist, dass er mit dieser Maschine und mit seinen Forschungen seinen Schwarm Lena beeindrucken wollte, die ihn verlassen hat. Aber was mit Lena passiert ist und wo die jetzt ist und was die damit zu tun hat, das erfahrt ihr leider nicht. Es ist eine andere Geschichte. Ich wollte noch die Vögel füttern. Die Vögel. Aber können wir jetzt nicht Gunnar befragen, jetzt wo es ruhig ist? Sehr gut. Viel, viel kriegt ihr aus dem nicht mehr raus, erzähle ich. Außer das, was ich euch gerade erzählt habe. Damn. Nein. Oh, das war cool. Ja. Wow. Ihr seid ganz schön gewalttätig. Ja, dafür, dass ihr Kinder seid? Ja. Na gut, was funktioniert, funktioniert, ne? Wir sind einfach die Rowdy-Truppe. Ja? Ich habe gar nichts Schlimmes gemacht. Du hast ihm das Gesicht verätzt. Das stimmt allerdings. Mit Soda. Ja, hallo, in Amerika hat das so krasse Säurekonzentration. Können wir noch so ein Was wäre wenn machen oder so? Was wir vielleicht verpasst natürlich. Haben oder so? Ja, natürlich. Yeah. Viel habt ihr tatsächlich nicht verpasst. Beziehungsweise Geil. Es gab so 2 Wege, den ihr hättet gehen können. Ihr hättet auch einen Ornithologen besuchen können, einen Vogelforscher. Wenn jemand gefragt hätte, hey, kenne ich vielleicht jemanden, der sich mit Vögeln auskennt, hättet ihr diese Person besuchen können. Das ist ein gewisser, den kann ich auch mal einblenden, ein gewisser Christopher Boyd. Der ist Vogelforscher und den hättet ihr besuchen können in seinem Haus. Dort hättet ihr, wärt ihr auf ihn getroffen, der ist ein bisschen wahnsinnig, so wie fast alle Charaktere in dieser Geschichte. Der hätte nämlich wilde Vögel in seinem Haus mit Äxten gejagt. What? Der ist halt Ornithologe, hat aber halt auch sprechende Vögel bemerkt und glaubt seitdem, dass die Maschinen die Menschen übernehmen wollen und dafür Vögel geschickt haben. Und deswegen greift er zu brutalen Mitteln. Mhm. Er hätte euch aber auch von Gunnar erzählen können, dass Gunnar eben jemand ist, der sich mit dieser Forschung beschäftigt hat und hätte euch auch zu Gunnars Haus führen können. Aber ihr habt das quasi über den Besuch bei dem Vogelnest erledigt. Mhm. Und es ist noch so angelegt, je nachdem, wie lang ihr braucht, also wenn hättet ihr euch jetzt super viel Zeit gelassen, hätten eben diese bösen Vögel hätten noch viel mehr Chaos angerichtet. Also in der ersten Stufe war es eben so, dass sie andere Vögel angreifen. Das war quasi das, was ihr beim Vogelnest erlebt habt.
Die zweite Stufe wäre gewesen, dass sie, dass ihr angegriffen werdet von den Vögeln. Das war dann im Haus. Bei der dritten Stufe wären die Vögel über Boulder City hergefallen und hätten alles angegriffen, was irgendwie draußen sich bewegt. Boah. Und bei der vierten Stufe wären sogar eure Familien mit in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber da habt ihr es quasi rechtzeitig geschafft. Und es ist im Endeffekt so, dass es diese beiden Vogelarten gibt. Es gibt quasi einmal die kleinen Vögel, die bis zu den Tauben gehen. Das ist, sind die ersten Experimente von Gunnar, wo er einfach nur versucht hat, denen eben ein gewisses Bewusstsein zu geben, was auch funktioniert hat. Und dann hat er aber so ein paar Einstellungen an der Maschine vorgenommen. Und die anderen Vögel sind dann leicht aggressiv geworden, aber die haben auch auf seinen Befehl gehört. Das heißt, er hat so ein bisschen die gelenkt und gesteuert und hat die zum Schluss auch zur Hilfe gerufen. Also hättet ihr jetzt noch das nicht in der letzten Runde geschafft, dann wären die auch eingebrochen und hätten euch angegriffen. Aber warum haben die großen Vögel die kleinen Vögel angegriffen? Weil das einfach Revierkämpfe sind. Also die Größen wollen die besten Futterplätze und die besten Nistplätze sozusagen haben. Hätten wir am Ende auch die Möglichkeit gehabt, Gunnar davon zu überzeugen, dass die Vögel uns nicht angreifen? Also ja, natürlich. Jetzt hätte auch mit ihm reden können, das wäre kein Problem gewesen. Genau, deswegen war ich auch immer so ein bisschen so, lass doch erst mit ihm reden und so, anstatt halt immer so drauf zu hauen. Also wie ihr diese 10 Erfolge zusammengekriegt hättet, ist euch komplett überlassen. Ne? Ihr habt es ja jetzt zum Schluss zum Beispiel auch mit Tinker und sowas probiert. Also das ist euch komplett überlassen, wie ihr das macht. Dadurch, dass ihr reingeschlichen seid, war es auch ein bisschen einfacher für euch, sonst hättet ihr nämlich 15 Erfolge haben müssen. Oh, so habt ihr aber nur 10 gehabt. Das heißt, das Reinschleichen war trotzdem erfolgreich. Ist es bei mir gescheitert, dass wir jetzt gewalttätig werden mussten? Weil ich glaube, mein Sprechen war nicht überzeugend genug für Gunnar, oder? Weil dann beziehungsweise er hat dich halt erwischt, so, ja. Ja. Und dann war es vollkommen klar, dass Viktor da natürlich auch reagiert, so. Ja, true. Geil. Aber kann es theoretisch dann einen zweiten Teil geben, wenn wir jetzt nochmal Bock hätten, die Geschichte weiterzuführen? Tatsächlich, dieses Abenteuer, was wir gespielt haben, ist das erste Abenteuer von 5 Abenteuern, die im Grundregelwerk von Tales from the Loop drin sind und die so eine kleine Mini-Kampagne sind. Also wenn ihr nochmal Bock habt, könnten wir das Ganze auch weiterspielen. Das würde dann quasi mehr oder weniger nahtlos an dieser Situation an. Also könnte man das mit Lena dann immer noch erfahren? Oder ist das? Tatsächlich, genau. Ja! Ich meine, man hat sich jetzt auch voll gut eingegroovt mit den Charakteren immer besser und so. Und dieses Zusammenspiel, dass ich nachher mit Steph so zusammen planen gemacht habe und so, das war irgendwie... Ja, das war cute. Hat super Spaß gemacht. Yay! Ja. Super! Ich fand's auch so cool. Ja, mir hat's auch sehr viel Spaß gemacht, euch hier durch das Ganze zu führen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und dass ich für euch leiten durfte. Vielen Dank, Steffen, hast du richtig gut gemacht. Ja, ich fand deine Schauspielkünste auch richtig geil. Du warst ein richtig guter Vogel. Ja. Nein, bei der Frau. Wie hieß sie nochmal? Bei Stacy? Stacy? Ja. Das war richtig gut. Ich fand die Vögel-Schauspielerei Highlight. Du bist eine richtig gute Taube. Du bist eine coole Taube, Steffen. Ja. Und du bist auch eine coole 17-Jährige. Das sind die 2 Talente, die ich habe von 3. Ja. Eine gute 17-Jährige spielen und eine gute Taube. Hey, ich bringe das dritte dann beim nächsten Mal mit. Na, der dritte ist der Krieger. Chiara. Genau, vielen Dank, Chiara. Auch für das wundervolle Overlay, was wir hier bekommen haben. Dankeschön. Ja, also, mega danke cool. An Chris. Also nicht Les Chris, sondern der Grafiker Chris. Aber danke an euch, dass ihr mitgemacht habt. Ich bin auch Grafikdesigner gewesen. Grafiker Chris. Stimmt, ja. Super, ich bin Grafiker Chris. Stimmt, ja. Geil. Das G in Blaze steht für Grafikdesign. Blaze. Wir können ja auf jeden Fall gerne nochmal schreiben, wenn ihr nochmal Bock habt, nochmal das Ganze weiterzuführen, können wir das sehr gerne machen, wenn wir einen gemeinsamen Termin finden. Und diese ganzen Abenteuer lassen sich halt ganz gut so an einem Abend wegsnacken. 4 Stunden, voll gut. So, wir haben ungefähr viel, ne? Ich fand das voll gute Zeit. Ja, ja, stimmt. Ich auch. Danke für diesen geilen Abend. Das hat super Spaß gemacht. Ja. Danke euch. Danke euch. Dann, ja, danke für die Einladung mich mal aus und fürs Organisieren auch. Genau, ja. Vielen, vielen Dank euch. Ich mache jetzt bei mir auch noch so einen kleinen Aftertalk. Ich wünsche euch ganz viel Spaß noch und wir hören uns bald im Discord. Ja, sehr gerne. Tschüss. Schönen Abend noch, Leute. Schönen Abend euch. Haut rein.